Das ist aber schon nett von Ihnen, dass Sie da so bereitwillig mitdenken, aber die Frage ist halt, ob das stimmt. Logisch war's. Aber ob es stimmt, ist die Frage. Nicht? Häufig ist was logisch, aber dann stimmt es ja noch nicht. Ja, ich bin sehr skeptisch, wenn der Kopf da so was umeinander denkt. Der Kopf, ich sag's Ihnen, der ist so fehleranfällig. Da kommt so viel Krampf raus. Geht es Ihnen nicht auch manchmal so, dass Sie was zusammendenken und denken zuerst, ach, das ist aber wirklich ein schönes Ergebnis. Und dann schauen Sie es nochmal und denken, das ist ein Krampf. Ne? Also, na, erst im zweiten Nachdenken, also in der Reflexion über das Gedachte. Verstehen Sie, was ich meine? Wenn nicht, könnte ich es verstehen, weil es ist ja ein solcher Kopfkrampf. Es ist ja wirklich, na, der Kopf ist so fehlerhaft, ich nehme ihn kaum noch her. Muss ich sagen, also. Ich steige immer auf Bauch. Wissen Sie, wenn ich mal anschaue, wer heute noch mit dem Kopf arbeitet, überlegen Sie sich das mal, die ganze Bundesregierung arbeitet alle mit dem Kopf, was gibt da raus? Ne? Bis auf den Schröder, der hat umgestellt auf Bauch. Ne? Nein, ich muss mal sagen, Bauch, aus dem Bauch raus, wenn Sie die Wirklichkeit wahrnehmen, da haben Sie mehr davon. Ich erzähle Ihnen nochmal eine Bauchgeschichte. Ich bin heute in der Früh aufgewacht, bei mir daheim, denke mir schon, hey, bist du wieder mal daheim? Und wach auf in der Früh im Bett, gell? Und gleich nochmal aufwachen, denke ich mir, Mensch, ist das langweilig. Ich weiß nicht, ob Sie das Gefühl kennen, langweilig. Du wachst auf und denkst, oh, ist das langweilig, du. Brutal. Ne? So eine Langeweile in der Früh, boah, so, wenn du ausgelaufen bist, dann nimmst du das ja ganz anders wahr. Sie schauen aber so konzentriert, was ist los? Sie ja? Ist es schwer zu verstehen für Sie? Ja? Warum? Bitte? Sehr bayerisch. Sehr bayerisch, ja. Und Sie sind nur auf Besuch da, ja? Hm. Schön, das ist. Dann fahren Sie auch wieder heim, gell? Ja! Ja, ja, wenn ich Ihnen, ich sage Ihnen zum Trost, man muss nicht alles verstehen. Es reicht, wenn man es hört. Toi, toi, toi. Also. Langeweile. Ja, Langeweile. Ich sage aber Langeweile. Dabei handelt es sich um das Grundrauschen des Seins. Ja? Schon mal gehört? Ja. Das Grundrauschen des Seins. Nein, es ist ein Ausdruck nicht von mir, es ist also von Rüdiger Safranski, den ich sehr schätze. Und er hat es in einem ganz anderen Zusammenhang gebraucht, aber ich finde, es ist passend. Langeweile. Ich mache vielleicht nochmal ein Metaphernangebot für das Grundrauschen des Seins. Erinnern Sie sich an Plattenspieler? Plattenspieler, das war also so ein zentrales Gebilde. Da war bei mir der Plattenteller und in der Mitte war der Stift, da habe ich die Platten draufgelegt. Und dann habe ich den Arm selber noch ansetzt. Es war so ein altes Drum, wissen Sie. Da habe ich den Arm selber so angesetzt und da war ein Saphir. Manche haben schon einen Diamanten gehabt. Ich habe einen Saphir gehabt. Und dann habe ich die ganze Platte durchgehört und am Ende, wenn die Platte zu Ende gespielt war, war eine breite Leerrille. Die Platten hat sich weitergedreht. Der Arm ist nicht mehr zurückgegangen. Gell? Da war vorne so ein riesen Flusen dran am Saphir. Da hat die Platten nicht mehr weiter dran und sie haben nur das Rauschen gehört, dieses. Das ist das Grundrauschen des Seins. Das ist Langeweile, wenn alles weitergeht, aber nichts mehr kommt. So ein Gefühl habe ich heute in der Früh gehabt, gleich nochmal aufwachen. Langeweile, gell? Denke ich mir, Mensch, da musst du aber sofort reagieren und hab mir gedacht, bleibst liegen. Und. Aktives Liegenbleiben ist eine ganz wichtige Grundhaltung. Auch in der Politik. Aber ich habe mich nicht ganz unter Kontrolle gehabt. Ein Teil von mir ist aufgestanden. Und es entsteht, steht neben dem Bett plötzlich, gell? Und es entsteht so eine Erwartungshaltung an den anderen Teil im Bett drin. So quasi, steh auf. Der andere Teil im Bett drin sagt zu dem, der aufgestanden ist, du kannst mir am Arsch lecken. Wenn dir was nicht passt, kannst du wieder einlegen. Da legt sich der einer, da bin ich aufgestanden, weil es mir zu eng geworden ist. Das war die Situation heute in der Früh. Ne? Und dann habe ich gedacht, was mache ich? Dann denke ich mir, Mensch, trage einen Müll ab. Ich trage gerne mal einen Müll ab, aber nur, wenn ich selber drauf komme. Also wenn meine Frau zu mir sagt, tragst du einen Müll ab, dann mag ich nicht. Aber wenn ich selber drauf komme, dann kündige ich das an in der Familie und sage, Leute, ich trage einen Müll ab. Ja. Das
zum Beispiel Sonntag in der Früh, da stehe ich gerne schon mal früh auf. Ich stehe überhaupt in letzter Zeit wahnsinnig gern früh auf. Die Kinder, was heißt Kinder, die sind 18 und 20, die treiben sich rum bis um 5 Uhr in der Früh und pennen dann. Ich stehe um 7 Uhr auf. Und so ein Tier ist schon mal ein bisschen Flaschen, damit ein bisschen ein Grundgeräusch in der Wohnung ist. Dann reiße ich die Tieren auf und schreie ein, ich trage den Müll auf. Habt ihr noch was? Da kommt Stimmung auf, das kann also. Und dann gehe ich in die Küche zu unserer kleinen Müllsammelstelle. Wir haben so eine kleine Müllsammelstelle unter der Spüle. Ja? Dann müssen sie die Spületür aufmachen, dann kommt der Kübel. Der Kübel hängt an der Tür. Meines Wissens die einzige bekübelte Tür, die wir daheim haben. Ja? Dann machst du die Tür auf, dann kippt der Müll. Ja? Der Müllkübel und im Kübel ist der Müll. Also die Vielfalt der Formen und Gestalten. Und dann werfe ich immer als erstes so einen stringent analytisch-philosophischen Blick auf die Vielfalt der Formen und Gestalten. Und dann frage ich mich immer, wieso hat denn der Müll keinen direkten Kontakt mit der Müllkübelwand? Weil da die Mülltüten dazwischen ist. Nur warum ist da die Mülltüte dazwischen, zwischen Müllkübelwand und der Vielfalt der Formen und Gestalten? Da bin ich draufgekommen, wenn ich den Müll ausziehe, in der Tüte, habe ich in der Tüte den Müll, die Vielfalt der Formen und Gestalten. Aber von außen betrachtet hat der Müll durch die Mülltüte bereits wieder eine lockere Form gewonnen. Habt's das? Das brauchen wir nämlich im zweiten Teil nochmal. Darauf baut der gesamte zweite Teil auf. Es wird kein leichter Abend für Sie. So, zieh den Müll raus und trage ihn runter in den Hof. Wir wohnen im zweiten Stock, also im Hinterhof haben wir ein Mehrkammernsystem. Man könnte trennen, aber scheiß drauf. Diesen Müllcontainer, da müssen Sie den Deckel aufhalten und festhalten. Wenn Sie ihn nicht festhalten, geht er von alleine wieder zurück. Das heißt, die Koordination der beiden Armbewegungen muss präzise aufeinander abgestimmt sein. Wenn Sie dort früher loslassen, hauen Sie den Müll in einen anderen Hof um mich. Ist mir auch schon passiert. Grundsätzlich kein Problem. Ne? Es dürfte heute keiner gesehen haben. Also. Aber heute in der Früh ist es mir gelungen, ich habe den Deckel aufgehört, hau den Müll rein und schaue ihm hinterher. Ich bin einer, der hinterher schaut. Grundsätzlich schaue ich hinterher. Aber wenn ich schneid's, Schnäuzer, schaue hinterher. Na, was haben wir denn da? Das ist der diagnostische Blick, den hat mir der Hausarzt empfohlen. Er hat gesagt, Sie müssen wissen, von was Sie sich trennen. Ich möchte es jetzt aber nicht vertiefen, ja? So, also ich schaue den Müll hinterher und überlege spontan, soll ich mir dazulegen? Weil ich mich nämlich gefragt habe, was ist da passiert? Mensch, der Müll, das war ja nicht immer Müll. Solange das Zeug bei mir im Kühlschrank war, war es doch kein Müll. Was ist da passiert? Vergänglichkeit hat stattgefunden, ja? Das Prinzip Vergänglichkeit führt zur Verrottung. Da habe ich mir überlegt, wie viel von dem Prinzip ist schon auf mich übergegangen. Rentiert es, wenn ich mich dazulege? Ja? Oder ist es gescheiter, wenn ich mir 2-3 Stunden am Tag in den Kühlschrank reinsitze? Ne? Das waren so die Überlegungen, der Deckel ist zugegangen, da habe ich aber Glück gehabt. Ne? Dann bin ich aufgegangen in die Küche, meine Frau steht an der Kaffeemaschine und zischt. Nicht die Frau, die Kaffeemaschine. Ja? Ich mache da wieder total verkalkte Kaffeemaschine. Wenn Sie 2 Tassen trinken wollen, müssen Sie 8 einfüllen. Wir nutzen die Maschine zum Teil schon als Raumbefeuchter. Ein kleiner Synergieeffekt, ja. Aber total verkalkt. Ich sage zu meiner Frau, können wir die nicht wegschmeißen? Sagt sie, ja, schmeiß weg, aber wohin? Sag ich, wohin? In die Isar, wo sonst? Sagt sie, ja, das war eine Möglichkeit, aber wir könnten auch nochmal entkalken. Sag ich, gut, dann wird entkalkt. Dann gehe ich zum Schlecker und hole einen Öko-Entkalker. Bei uns gibt es nur Öko-Entkalker, ja. Aber reichlich. Einen ganzen Liter rein in die Kaffeemaschine. Den Kaffee müssen sie trinken. Oh. Hat aber auch Vorteile. War neulich beim Arzt, sagt er zu mir, mach mal ein großes Blutbild. So, das heißt eins. Sag ich, 2. Eins für Sie, 1 für mich. Ja. Dann schaut er die Blutbilder an und ist ganz begeistert und sagt, Ihre Cholesterinwerte sind in der Spitze. So, ja, freilich, wir haben einen neuen Öko-Entkalker. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich in der Früh statt dem Kaffee nicht immer gleich so ein Tässchen Öko-Entkalker. Warum erzähle ich das? Weil in den tiefen Schichten unserer Wirklichkeit gibt es Zusammenhänge, die wir zunächst gar nicht wahrnehmen. Aber sie sind immer alle da. Darum sprechen wir in diesem Zusammenhang vom Dasein. Ich sage aber, es liegt so viel im Dunkeln, wissen Sie.
Das ist die Botschaft für heute Abend. Also wenn wir heute Abend noch fertig sind, und morgen, wir sind jetzt schon fertig. Also, am Ende der Vorstellung meine ich, wenn wir fertig sind, dann wünsche ich mir, dass wir beim Hinausgehen murmeln, es liegt so viel im Dunkeln. Das würde mir eine Freude machen. Machen wir weiter, gell? Ja, ich komme rauf in die Küche, meine Frau steht an der Kaffeemaschine. Sie sieht mich und sagt zu mir, wo bleibst du denn so lang? Du, ich habe einen Müll abgetragen. Immer wenn man dich braucht, bist du nicht da. Ja, hättest du mich gebraucht? Nein. Dann ist doch alles in Ordnung. Ja, es hätte aber sein können, dass ich dich braucht hätte. Dann wärst du nicht da gewesen. Es hätte auch sein können, ich wäre da gewesen und du hättest mich gar nicht gebraucht. Magst du streiten? Nein. Schade. Das war der Moment, wo ich angefangen habe, darüber nachzudenken, ob ich vielleicht nicht doch in der falschen Familie bin. Kennen Sie das Gefühl, in der falschen Familie zu sein? Kennen Sie das? Sie können nicht antworten, Sie sind nicht allein da. Aber die falsche Familie gibt es bei uns daheim, da sind die Türen immer zu. Jeder sitzt an seinem Computer, wir haben 4 Flachbildschirme. Der Bub hat schon ein ganz flaches Gesicht. Ich frage mich manchmal, wo hört der Computer auf und fängt der Bub an? Oh, also das ist ja... Wir sind eine Online-Familie, ja, wir haben immer Internet. Wir sind immer im Internet, immer online. Ich bin auch immer online. Ich bin also ein richtiger Online-Typ, ja. Bin immer im Internet, immer auf die Websites, immer in den fiktiven Spielwelten. Immer habe ich mehrere Leben. Mit einem brauchst du ja gar nicht anfangen, da bist du ja gleich fertig. Du. Naja, und zum Entspannen gehe ich in den Chatroom und da triff ich manchmal meine Familie. Wir erkennen uns aber nicht, weil wir alle ein Pseudonym haben. Ne? Das müssen Sie sich merken. Wenn Sie mal in den Chatroom gehen, bitte ein Pseudonym annehmen. Ne? Mein Bruder schreibt immer Magic Dragon, meine Tochter schreibt Ladybamp, meine Frau schreibt immer Hausfrau, die hat Humor. Und ich schreibe immer Scheinsau. Pause. Moment, das war knapp. Der Hans-Jürgen ist hinter mir her. Den werden Sie gar nicht kennen. Hans-Jürgen Enderle, der sagt zu mir, ich war eine Drecksau. Also wörtlich hat er gesagt, du fasche Drecksau, du. Sag ich, Hans-Jürgen, das geht weit. Gut, wir sind befreundet, da pflegt man einen gewissen vertraulichen Umgangston. Ich hab gesagt, Arschloch, meinetwegen. Aber Drecksau, ne? Naja, er ist ein bisschen ein Sonderling, wissen Sie? Er ist, wie soll ich sagen, er ist ein Loser. Verstehen Sie, was ich meine? Er trägt diese Loser-Software in sich drin und lebt da noch. Ja? Wahrscheinlich SPD-Wähler. Ja. Ja, damit wir da keinen Hund reinbringen, gell? Also in der CSU gibt es auch Loser. Aber da fallen sie nicht so auf. Der Hans-Jürgen und ich, wir sind in die Schule gegangen miteinander. Wissen Sie, wir kennen uns wirklich lang. Also, ich weiß noch, den ersten Schultag, da waren wir so kleine Buben, gell? Da tragt der Hans-Jürgen einen Anzug. Das muss man sich mal vorstellen. Fliege, weißes Hemd, Bügelfalte und ein Gesicht zum Einhauen. Ich gebe zu, ich war damals ein bisschen aggressiv. Ich habe immer überlegt, wem könnte ich einen schmieren. Dann habe ich so rumgeschaut und gesagt, Hans-Jürgen, geh mal her. Ein bisschen näher noch, habe ich mir eine reingehauen. Und das Angenehme war, er hat es hingenommen. Ja, also er hat nicht gefragt, warum schmierst du mir eine, sondern er ist von vornherein davon ausgegangen, ich würde es verdient haben. Insofern stand einer Freundschaft nichts im Weg. Wir sind dann auch nebeneinander gesessen in der Schule, ist klar, ich habe mich nicht abschreiben lassen, das war mir recht, weil ich aber gewusst, bei dem stimmt nichts. Da habe ich gesagt, dick zu, hat er zudeckt. Gell? Naja, aber damals, das muss ich schon sagen, da haben wir in der Schule noch was gelernt. Also nicht so wie heute. Damals ist noch was gelernt worden. Nein, wirklich. Also... Wo du sagst, das kann ich später im Leben auch noch brauchen. Gell? Also so, ich weiß jetzt auch nicht, aber... irgendwie, also, habe ich den Eindruck, verstehen Sie? Also, wir haben damals zum Beispiel in der Schule, ja, Karten gespielt zum Beispiel. Ne? Ja, wichtige bayerische Kartenspiele. Wir haben zum Beispiel Watten. Watten haben wir gespielt. Kennen Sie Watten? Watten, bayerisches Grundlagenspiel. Da geht es um die Grundlagen der bayerischen Ethik.
Du gehst ums Scheißen. Das haben wir damals in der Schule gelernt, aber ich habe den Eindruck, dass nicht alle wissen, um was da geht, Mensch. Da ist eine gewisse Unwissenheit im Raum. Hä? Ja, also für die, die nicht wissen, was Watten ist, Watten ist ein Bluffspiel. Das kann man zu viert spielen, zu dritt, zu zweit, allein. Ja. Da haben sie irgendwie leicht, gell? Naja, also grundsätzlich ist es so, es gibt wichtige Trumpfkarten. Also zum Beispiel die drei kritischen, das ist der Max, das ist der Herzkönig, die höchste Trumpfkarte, dann haben wir einen Welli, ne, das ist Scheinsimmer und dann haben wir einen Sorg. Ne. Die drei sind die wichtigsten, das ist der Achelsimmer, der Sorg. Ne. Die drei, wenn du hast, bist du unschlagbar. Und die muss man seinem Partner andeuten, über Zeichen, über Deutungen, verstehen Sie? Also zum Beispiel der Kussmund, so ein leichter Kussmund. Das ist der Max. Oder wenn du mit so zwinkerst mit dem rechten Auge, das ist dann der Welli. Und das ist der Sorg dann. Wenn du alle drei hast, da reißt sie. Das schaut schnell nach Nervenleiden aus. Gell? Aber das heißt, du bist unschlagbar. Ne? Der Fachausdruck ist, der hat Maschine. Und der Hans-Jürgen hat mir alles angedeutet. Ja, jeder hat schon gewusst, der hat Maschine. Dann sage ich, Hans-Jürgen, jetzt spielst du den Max aus. Sagt er, hab ich nicht. Sag ich, den hast du mir gerade angedeutet. Ja, ich wollte bluffen. Das ist der Hans-Jürgen, verstehen Sie? Ich erzähle das nur, damit Sie ein bisschen ein Bild von dem Charakter bekommen. Später am Gymnasium, wie der aufs Gymnasium gekommen ist, mit der Einstellung, ich weiß nicht. Aber dann im Gymnasium sind wir auch noch nebeneinander gesessen, da haben wir natürlich das Niveau angehoben, da haben wir dann geschafft gehabt. Das weiß ich noch, da spielt der Hans-Jürgen einmal ein Solo. Spielt er ein Solo, und zwar Orchel Solo war es. 7 Trümpf, 1 Spatzen. Oder 7 Trümpf, 1 Spatzen. Ich, 8 Trümpf dagegen. Sind doch ein paar da, die es kennen, gell? Es sind ja bloß 14 Trümpfe im Spiel. Ne? Ich hab mich auch gefragt, Mensch, wenn er 7 hat, wieso hab ich dann 8? Da stimmt doch was nicht. Ne? Dann hab ich ihm einfach ein Kontra gegeben, hat er verloren. Nein, das ist der Hans-Jürgen, verstehen Sie? Oder in der dann später am Gymnasium noch eine Geschichte, die ist wichtig, um ein abgerundetes Bild von dem Charakter zu bekommen. Also am Gymnasium haben wir Oberstufe gehabt, da haben wir dann Bundesjugendspiele gehabt. Ne? Kennen Sie Bundesjugendspiele? Sportveranstaltung, also, was weiß ich, 1000 Meter Laufen, 100 Meter Laufen, gell, Speerwerfer. Und was haben wir denn noch gemacht? Ja, Hochspringer, Weitspringer. Gell. Beim Weitspringer habe ich überlegt, was können wir machen? Da habe ich aus dem Maßband 1 Meter rausgenommen. Zack. Sind wir alle 1 Meter weiter gesprungen. Ja, weil ich habe gemessen. Ich habe schon immer ein großes Vertrauen genossen. Haben gesagt, du misst. Na, sage ich freilich, dann misst. Naja, dann Hans-Jürgen läuft da, trifft den Balken, springt rein, gell, gerade raus. Ich messe, ich sage 4,70. Sagt der Hans-Jürgen, da stimmt was nicht. Ich bin noch nie 4,70 gesprungen. Sag ich, Hans-Jürgen, jetzt halt's mal, ja. Nein, da springe ich noch einmal. Sag ich, am Ende bleib da, am Ende springst du über 5 Meter. Ja. Das ist der Hans-Jürgen. Ich erzähle das nur, dass Sie einigermaßen ein Bild von dem Charakter haben. Dann haben wir Abitur gehabt, wie er das gemacht hat, ich weiß es nicht. Haben wir Abitur, ist noch gar nicht so lange her. Und. Was? Was ist denn? Merkwürdige Reaktion. Ja, und haben wir Abitur. Und nach dem Abitur habe ich überlegt, Mensch, was mache ich jetzt? Gell? Man muss ja dann was machen nach dem Abitur. Gell? Aber ich war ja einer, der immer gewusst hat, was er wollte. Ich bin sofort nach Bad Wissing gefahren ins Spielcasino. Hab mich beworben als Groupier. Haben sie mich gefragt, kannst du warten? Sag ich, selbstverständlich, hab ein bisschen was angeteilt. Haben sie mich genommen. War ich 2 Jahre Groupier. Und danach habe ich mich selbstständig gemacht. Als Anlageberater. Nein, im Spielcasino, da habe ich so viele Leute kennengelernt, die nicht gewusst haben, was mit der Kohle machen sollen. Da habe ich mir gedacht, ich kann mir helfen, gell? Dann habe ich mich selbstständig gemacht in München. Also in München, Finanzdienstleistungen, Immobilien etc., gell? Büro habe ich aufgemacht in Nymphenburg. Ich habe mir gedacht, Nymphenburg ist die beste Lage, da gehst du nach Nymphenburg, gell? Und ich habe das Nymphenburger Schloss im Hintergrund gehabt. Ich sage Ihnen, bei mir am Büro, die Schlange ist überhaupt nicht mehr abgerissen. Die hat gerade einen gedruckt, haben ne? Habe ich zur Sekretärin gesagt, du mach einmal dir auf, heute scharf, wenn sie das Geld wieder rein. Das war wirklich ein Wahnsinn. Ja, glaube ich, die Wittelsbacher im Kreuz aus dem Bayern, da feiert sie nichts. Also, eines Tages geht die Tür auf, er kommt rein, der Einerle. Sag ich, was möchtest du da? Ja, ich habe Erbschaft gemacht. Sag ich, sitz dir her. Da findet man was. Und ich habe damals gerade eine Firma gegründet, weil ich habe immer Firmen gegründet. Wissen Sie, ich bin so ein kaufmännischer Typ. Ja.
Ich bin so kaufmännisch, ich sag's Ihnen, ich bring's überhaupt nicht mehr aus, das Kaufmännische. Gell? Also, ich weiß nicht, woher das kommt, vielleicht weil ich in der Metzgerei aufgewachsen bin. Gell? Ja, wir haben in der Woche 7 Sau geschlachtet, der Kalb und den Stier. Bei mir ist also das Kaufmännische in Fleisch und Blut übergegangen. So kann man sagen. Gell? Also so erkläre ich mir das mal. Naja, auf jeden Fall habe ich da eine Firma gegründet, das war die Private Eternity. Vielleicht haben Sie da verkehrt. Private Eternity. Was? Privater Friedhof. Hab ich erfunden. Ja, privater Friedhof. Ne? Und weil es ist ja so, am Friedhof, da haben wir eine gewisse Deadline. Die Deadline ist so wichtig bei jedem Geschäft, gell? Die Deadline sind, gibt drei wichtige Punkte. Das eine ist die Deadline, das zweite ist der Break-Even. Ich sage aber, wer am Friedhof einen Break-Even nicht hat, der kriegt nicht mehr. Also wir haben ganz wenig Rückmeldungen. Und dann der dritte wichtige Punkt ist the point of no return. Und also Friedhof, ideales Geschäftsfeld, weil du die drei wichtigsten kaufmännischen Punkte da versammelt hast. Und man muss als Kaufmann immer in die Zukunft schauen. Ich sage immer nach vorne schauen, Zukunft, Zukunft, Zukunft. Von daher bin ich schon immer gerne am Friedhof spazieren gegangen. Und man schaut immer die Grabsteine so und denkt mir, Mensch, die Flächen auf die Grabsteine, die kann man besser nutzen. Gell? Ich habe zunächst an Werbung gedacht, Zigarettenwerbung, weil da gab es einen gewissen logischen Zusammenhang. Bin dann aber wieder davon abgekommen, weil als man die Grabsteine nochmal anschaut, denkt man, Mensch, die Flächen, die waren ideal, wenn man da einen Fernseher einbauen darf. Verstehen Sie? Flachbildschirm, wetterfest, hohe Bilderauflösung, dann können sich die Hinterbliebenen noch mal ein Video des Verstorbenen anschauen, wo die wichtigsten Szenen aus seinem Leben noch mal zusammengefasst sind. Müssen wir natürlich vorher aufnehmen. Ja, weil ich weiß nicht, hinterher, ich weiß nicht. Naja. Nein, ich habe mir eben gedacht, wissen Sie, gerade in der Extremsituation der Trauer, da darf man die Leute nicht allein lassen. Gerade da brauchen Sie doch die Nähe der Kommunikationsgesellschaft, Mensch. Und der Fernseher ist doch nichts anderes als ein modernes Fenster in die moderne Kommunikationsgesellschaft, oder? Von daher habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja ideal. Fernseher am Grab, verstehen Sie? Vielleicht nur eine Infrarotschnittstelle, DVD-Player einbauen, verstehen Sie? Online-Banking, ganz wichtig heute, Online-Banking. Und Internetanschluss, voll vernetztes Grab. Das ist doch die Firmenidee, oder? Das ist doch eine Geschäftsidee. Firmenname habe ich mir gedacht, was nehmen wir? Ein bisschen überlegt, Private Eternity. Denke mal, das ist ja eine super Idee. Die Firma muss ich gründen. Gell? Dann habe ich gedacht, wie mache ich das? Da brauche ich ja Geld. Dann habe ich mir gedacht, Geld wäre gar nicht lange. Da brauche ich Kapital. Wo kriegst du das heute her? Du brauchst einen finanzstarken Partner. Dann habe ich überlegt, welche Bank nehme ich denn? Dann habe ich als erstes an die Deutsche Bank gedacht, weil die Deutsche Bank, die ist super. Nur die Deutsche, die soll man nur nehmen, wenn man große Gaunereien vorhat. Also wenn es ins Globale geht, wissen Sie, so ein Mann wie ein Ackermann, selbst den darf man nicht unterschätzen, verstehen Sie, das ist, der mag ja gefordert werden, ja. Und ich darf auch gerne mal 3.000, 4.000 Leute ausstellen, aber da muss er es erst eingestellt haben. Habe ich mir gedacht, vielleicht später. Gut, dann habe ich auch überlegt, ob ich aufs Land gehen soll, weil am Land, da kann man in aller Ruhe mal ein Geschäft gründen. Am Land, wo geht man hin, wenn man Geld braucht? Am Land, wo geht man hin? Raiffeisenbank, klar, weil da stimmt das kleinkriminelle Milieu. Und du hast mit der Biber ein super Vertriebsnetz, gell? Na, ja. Storner quasi im Haus und dann habe ich überlegt, na, ob ich vielleicht doch noch Berlin gehe. So wissen Sie es, ich glaube, Berlin ist unsere Hauptstadt, Berlin, Potsdamer Platz, gell? Ich mein, also, Potsdamer Platz, habe ich gedacht. Und in Berlin, da war mir gleich eine Bank eingefallen. Ihnen nicht, gell? Dann lassen wir das weg. Gut, naja, dann habe ich gedacht, was mache ich, bleibst in Bayern. Wissen Sie warum? Weil ich bin ein Bayer. Ja, und da spreche ich die Landessprache, verstehen Sie? Da kann ich mich verständlich machen. Ich verstehe die Bayern verstehen mich. Und außerdem Bayern, wie soll ich sagen? Ja, also, sagen wir mal ehrlich, in Bayern stimmt es politisch. Sind doch einige da, die überlegen, wie ich das mache, gell? Nein, aber sagen wir ehrlich, Mensch, der Ministerpräsident hat es ja auch gesagt, der sagt ja, ich sage das in aller Deutlichkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine sehr verehrten Damen und Herren, ne? Hat er doch gesagt, Bayern ist Spitze, wir haben die besten Unternehmer, wir haben die besten Arbeitslosen, wir haben die, in Bayern ist alles Spitze, sagen wir doch mal ehrlich, nicht wahr? Und in Bayern, wenn ich ein Geld brauche, wo gehe ich da hin? Darf ich Sie mal fragen, wo würden Sie hingehen, wenn Sie ein Geld brauchen in Bayern? Raiffeisenbank, nein, die haben wir schon, verstehen Sie, die haben wir schon. Aber warum nicht? Können Sie hingehen? Freilich, andere Bank, noch Alternative? Hä? Hypo ist gut, Hypo, das ist ja super. Da müssen wir jetzt aber nach Mailand fahren, das ist. Da sind doch die Italiener eingestiegen. Gell? Die Italiener haben sich das lange angeschaut in Bayern mit der Hüppe und haben gesagt, Mensch, die kann man schnappen. Zack, was weg. Nein, die kennt jetzt die Italiener. Die Unicredito. Wie heißt die? Unocredito heißt die Bank. Gell? Neulich habe ich einen da vorne sitzen gehabt, der Berg gefragt, wo dann sie ihr Geld aufnehmen und hat gesagt, ich gehe zum Bankautomaten. Ja, genau.
Naja. Es gibt immer wieder Leute, die sind witzig. Naja, und nein, jetzt ernsthaft, Hypo für Reinsburg ist natürlich nicht schlecht, ist nicht schlecht. Aber was mir an der Stelle dazu einfällt, muss ich sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass bayerische Firmen sozusagen ins Ausland verkauft werden. Ich habe wirklich Angst. Schauen Sie, die Walter Bau in Augsburg, diese Baufirma, wer hat es geschnappt? Wer hat es geschnappt? Wissen Sie es? Ösis, gell? Das ist ja unglaublich, der Ösi, du, der Ösi! Der kleine Ösi, du, lang drüber über Grenz, verstehst? Und, wer hat die Allianz Arena gebaut? Darf ich Sie mal fragen, wer hat es gebaut? Hä? Der Ösi, ja sag einmal! Das macht mir richtig Angst, der Ösi, der lang drüber. Ich habe Angst, dass er auch schon bei BMW vorbeischaut. Und die schleichen da schon ums Haus, glaube ich. Da musst du so aufpassen. Oder Siemens, die Handyabteilung ist da verkauft worden, das wissen Sie doch. Wo ist sie verkauft worden? Nach Taiwan zu den Chinesen. Die Firma heißt BenQ. Aber das war ein merkwürdiges Geschäft, gell? Die verkaufen diese Handyabteilung und müssen da nur 350 Millionen drauflegen, damit es die Chinesen überhaupt nehmen. Also ich war in einem anderen Seminar, muss ich sagen. Ich hab das anders gelernt. Wenn ich was verkauf, krieg ich ihr Geld. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, oder stimmt's da nicht mehr? Ich sag's dir, ich komme aus einer kleinen Metzgerei. Wenn meine Mutter einen Leberkäse verkauft hat, ja, dann wollte ich ihr Geld dafür haben. Wenn da noch einer gekommen wäre und gesagt hätte, oh, was legst du denn da drauf? Dann hätte meine Mutter gesagt, schau, dass du weiterkommst. In der Wirtschaft stimmt's doch nicht mehr, oder? Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr. Naja, jetzt brauchen wir erst einmal Geld. Wo war ich? Ich würde in Bayern, wenn ich ein Geld brauche, wissen Sie, wo ich hingeht hat? Wissen Sie, wo ich hingeht hat? Sparkasse, genau. Wissen Sie warum? Sparkasse. Wissen Sie warum? Weil das keine Bank ist. Die Sparkasse ist eine Sparkasse. Die Sparkassen kennen die Gemeinden, die Städte und also die Städte und Gemeinden kennen es, glaube ich. Die Sparkassen. Ja. Darum sitzt ja in München der Ude im Aufsichtsrat. Der Ude passt auf, dass da ein Geschäft geht, verstehen Sie? Wenn bei der Sparkasse ein Geschäft platzen darf, ein Kreditgeschäft, ja, dann müsste die Stadt München dafür bürgen. Und das ist kein Problem, weil die haben kein Geld. Also. Eigentlich eine ideale Sache, wissen Sie, da müssten dann alle dafür bürgen. Das ist also schon eine gewisse Risikostreuung da. Nein, ich kann nichts Schlechtes über die Sparkasse sagen, muss ich wirklich sagen. Also die Sitzgruppe war sehr bequem und die Sekretärinnengruppe hat mir ganz gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Also das Einzige war der Bankberater selber. Der Bankberater in der Privatkundenabteilung, der war Franke. Naja. Ja, wissen Sie, der fränkische Dialekt ist eigentlich ideal fürs Bankgespräch, weil er suggeriert Sachlichkeit. Aber du hast trotzdem das Gefühl, Vorsicht, da wird über dich gezogen. Also. Aber der Mann war recht nett. Der Mann war wirklich gut, muss ich sagen. Also, ja, ich habe ja einen Termin gehabt bei ihm, gell, und dann fragt er mich, um was geht. Und ich sage, ja, es geht um die Private Eternity. Sagt er, Private Eternity. Was muss ich mir da drunter vorstellen? Ne? Und macht immer so kleine Schritte, gell? Immer so. Weißt du, bei der Sparkasse machen sie gerne kleine Schritte, hab ich festgestellt. So Hähnergackerl, was ist denn das? Und ganz vorsichtig aufdrehen, ich weiß nicht, bei denen, die haben Angst, dass sie einbrechen vielleicht. Dass der Boden, dass die einen recht dünnen Boden haben bei der Sparkasse. Ich weiß es nicht, gell? Und immer zwischen die Gummibahn hin und her. Das müssen sie mal. Mir ist aufgekommen, bei der Sparkasse haben sie eine relativ hohe Gummibahndichte. In der Kreditabteilung. Ich glaube, dass der Gummibaum das ideale Begleitgrün ist fürs Kreditgespräch. Also, ihr Private Identity, was muss ich mir da drunter vorstellen? Ne? Dann habe ich ihm die Idee vom Vollvernetzten grob eingedruckt, der war natürlich begeistert. Gell? Private Identity, hat er gesagt, hat sie überhaupt nicht gekriegt. Private Identity, da brauchen Sie jetzt ein Kapital. Also, ja, freilich. Sonst war ich nicht zu einer gekommen, gell? Ja, ich finde es gut, dass Sie da zur Sparkasse gekommen sind. Gerade in dem Bereich sind wir gut aufgestellt. Das ist der Fachausdruck. Heute sind Sie in der Wirtschaft alle aufgestellt. Ja? Ich kenne Firmen, die liegen am Boden, aber aufgestellt sind die. Puh. An welches Kreditvolumen haben Sie denn da so gedacht? Sag ich, 5-6 Millionen waren nicht schlecht. Ich finde es gut, dass Sie nicht klagen, sondern gleich klotzen. Das zeigt, dass Sie von Ihrer Idee überzeugt sind. Und ich sage das ganz offen, es liegt ja auch im Interesse der Sparkasse, dass wir ein möglichst großes Volumen kreditieren, weil das ist so unser Geschäft. Sag ich, wenn es so ist, geben Sie mir 8 Millionen. Auch kein Problem, da bräuchten wir bloß ein paar Sicherheiten. Sag ich, was meinen Sie denn da? Na, Grundstücke, Immobilien etc. Sag ich,
Da muss ich überlegen. Wissen die jetzt nicht? Ah, das müssen Sie verstehen, dass wir bei so einem Kreditrahmen dann doch eine gewisse Sicherheit brauchen. Haben Sie vielleicht irgendwo ein Kapital? Sag ich, das wissen die. Ja, es gibt ja ein Kapital, das gerade nicht da ist. Sag ich, wo soll es denn sein? Ja, es gibt ja gerade ein Kapital, das gerade, sagen wir mal, in der Schweiz auf Urlaub ist. Sag ich, jetzt passen Sie mal auf, mein Kapital kriegt keinen Urlaub. Mein Kapital muss arbeiten. Ja. Ja, das war bloß eine Frage, ne? Haben Sie vielleicht eine Oma? Sag ich, die haben wir, aber die können wir nicht nehmen. Gut, dann müssen wir was anderes machen. Brei wie die Döne, die ist wirklich eine gute Geschäftsidee. Das wollen wir mitmachen, das wollen wir unterstützen. Wissen Sie was? Da gehen wir mit Ihrer Brei wie die Döne, die gleich an die Börse. Sag ich, Moment einmal, was wollen Sie an der Börse? Mensch, der ganze Aktienmarkt, der ist doch kaputt, das Vertrauen in diese Anlage ist doch komplett zerstört worden beim letzten Crash. Lass uns das unsere Sorge sein. Wir gehen mit kleinen Stückzahlen in den Markt. Wir bringen die Brei wie die Döne, die an den Markt. Und wir von der Sparkasse, wir werden die ersten Aktien selber kaufen. Dadurch entsteht Nachfrage. Wenn eine Nachfrage da ist, steigt automatisch der Kurs. Selbst wenn der Gesamtmarkt fällt und eine Aktie steigt, werden sich alle Marktteilnehmer fragen, was ist denn da los? Alles fällt, nur die Preise, die Döne, die steigt. Offensichtlich kann man da Gewinne machen. Dann greifen die Leute zu, so entsteht wieder Nachfrage. Warum? Weil Nachfrage generiert wiederum Nachfrage. Und genauso war's. Der Kurs der Aktie ist vom ersten Tag an gestiegen und kein einziges grob vernetzt. Also, ich habe schon überlegt, ob ich das Geschäft überhaupt anfangen soll. Also. Und dann sagt er zu mir, und Sie werden doch Ihre eigenen Aktien auch kaufen. Sag ich, selbstverständlich, ich habe bloß kein Geld. Na, ist doch kein Problem, da kriegen Sie einen Kredit. Na, da brauchen wir doch wieder Sicherheit. Na, da haben wir doch dann Ihre Aktien. Dann habe ich meine eigenen Aktien auf Kredit gekauft. Als ich gekauft habe, oh, ich habe über 50% der ausgegebenen Aktien selber gekauft. Da hat es den Kurs in Tee gerissen. Das war eine Performance. Da war eine Nachfrage da. Ja, gigantisch war es. Ja, und dann sind die Aktienanalysten gekommen, haben den Friedhofsmarkt analysiert, gell? Haben gesagt, also Mensch, der Friedhofsmarkt, der wird sich gut entwickeln. Ne? Wir haben einen demografischen Faktor in der Gesellschaft und irgendwann kommen die sterbestarken Jahrgänge und dann gibt es einen sicheren Boom, das hat die Leute überzeugt. Und in der Hoffnung, sie erleben es noch, haben sie die Aktie gekauft. Also es war ein gigantisches Konzept. Ne? Eines Tages war der Kurs ganz oben. Habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Du musst dich jetzt wie ein Profi verhalten. Was macht der Profi, wenn der Aktienkurs ganz oben ist? Er verkauft. Ich habe angerufen in der Sparkasse. Habe gesagt, alles Verkaufer. Dann haben die verkauft. Dann hat sein Kurs in den Keller runtergerissen. Leck mich am Arsch. Habe ich gedacht, bloß gut, dass ich verkauft habe. Nur einer hat nicht verkauft, der Enderle, das Arschloch. Und jetzt war ich die Drecksau. Ich meine, so geht's doch nicht, oder? Herrgott nochmal, wie soll es denn da in diesem Lande wieder aufwärts gehen? Da unternimmt man was, da tut man was, da entwickelt man ein unternehmerisches Risiko und da muss man sich eine Trottel zusammenarbeiten. Nein, ist doch wahr, Mensch. Ich weiß nur ganz genau, wie der Enderle bei mir im Büro gesessen ist. Ich weiß es noch ganz genau. Sitzt da an meinem Schreibtisch, da haben Sie ihm zuschauen können, wie ihm die Raffzähne gewachsen sind. Das war die blanke Gier. Ja, da war überhaupt keine Ethik mehr. Das war nur noch Geiz, Gier. Dann sagt er zu mir, okay, da machen wir Gewinne. Hä? Du, hä? Da machen wir doch Gewinne. Sag ich, freilich machen wir doch Gewinne. Sonst darf man doch das Geschäft gar nicht machen. Ja, freilich, sonst darf man sie gar nicht machen. Gell? Du, und was ist, wenn wir keine Gewinne machen? Sag ich, dann machen wir Verluste. Verluste, aber dann darf man es doch gar nicht machen. Sag ich, jetzt hast du es begriffen. Wo muss ich ihn unterschreiben? Mal unterschreiben. Dann schiebt er mir den Vertrag rüber, dann kommen noch mehr Bedenken und er sagt, du, und was ist, wenn es schief geht, dann ist mein ganz Geld weg. Sag ich, Depp, das ist doch nicht weg, das ist dann woanders. Sagen Sie selber, das ist doch ein Trottel, oder? Das ist doch ein Depp. Ich sage Ihnen was, es gibt keinen anderen Bereich, wo Sie mehr Trottel finden, wie in der freien Marktwirtschaft. Das ist meine Erfahrung. Na, und ich komme viel mit Leuten zusammen. Die kommen ja zu mir ins Büro. Wenn Sie, lassen Sie beraten, Finanzdienstleistungen, Immobilien etc., Geldanlagen. Ne? Ich mache es doch täglich, ist doch mein Geschäft. Ha!
Oh mein, mein, da kommen sie rein und haben so ein bisschen Geld, wissen Sie, dann fragen sie, was mache ich denn jetzt? Ich habe ein bisschen Geld, ich habe ein bisschen was geerbt. Sag ich, ja, was hast du denn bisher gemacht mit deinem Geld? Ja, ich weiß auch nicht, was wir damit machen können. Habe ich gesagt, gib's aus. Was, ausgeben? Ja, was möchten wir mit dem Geld machen? Haus aus, kauf dir was. Ja, wir haben ja schon alles, gell. Sag ich, dann kaufst du dir mehr einen Scheiß. Du hast schon so viel Scheiß daheim stehen, da kannst du nur einen Scheiß dazustellen, oder? Mensch, wir haben eine gedämpfte Nachfrage, da muss mal was passieren, habe ich gesagt. Es geht um Deutschland. Ja, und dann haben wir Bundesschatzbriefe gekauft, gell? Sag ich, aha, Zocker. Wieso Zocker? Das ist doch ein ganz sicheres Papier. Gell, da birgt der Bund. Sag ich, ja, deswegen, da der Weib. Da war ich vorsichtig da. Na, ist doch wahr, Mensch. Was haben wir Staatsschulden? Sag mal, seid ihr wahnsinnig? Na, es ist, die Lage ist doch zu ernst, Mensch. Bundesschatzbriefe. Man kann nicht einerseits über die Staatsschulden jammern und andererseits am Staat ein Geld leihen und dann möchte man auch noch Zinsen dafür haben. Dann kriegen die Leute Zinsen. Dann sagen sie, ja, bei den Bundesschatzbriefen, da kriege ich, habe ich meine sicheren Zinsen. Ja, aber du hast auch deine sichere Inflation. Das ist doch ganz klar. Ne? Könnt ihr nicht lachen, ihr habt auch alle Bundesschatzbriefe. Ist mir schon klar. Ich bin manchmal verzweifelt, wenn ich auf die Nacht heimkomme zu meiner Frau, dann fragt mich, wie war's denn heute im Büro? Sag ich, lass mir mal in Ruhe! Bin seelisch zerrissen! Nein, weil so viele Deppen umeinander laufen. Ne? Dann sag ich, mach einen Fernseher, ich mach ein bisschen Comedy, brauch Ablenkung, Comedy. Mach Tagesschau, sag ich, das ist was. Da kann man lachen. Wissen Sie, bei der Tagesschau, da gibt es so Gags, wo man mitdenken muss. Das finde ich so spannend bei der Tagesschau. Das ist ein bisschen hintergründig, weil ich sehr gelacht habe, als die Meldung gekommen ist, dass die Griechen jahrelang die falschen Zahlen nach Brüssel gemeldet haben. Damit sie das 3%-Kriterium erfüllen, jetzt haben die jahrelang falsche Zahlen gemeldet. Ich habe mich natürlich schon gefragt, warum wir jahrelang die richtigen Zahlen melden. Beim Berlusconi schauen sie gar nicht mehr nach. Das 3%-Kriterium, das muss man sich mal vorstellen. Die Deutschen, die haben es damals in den EU-Vertrag hineingeschrieben. Erinnern Sie sich, der Finanzminister war damals der Weigel. Den kennen Sie doch noch. Der hat es hineinschreiben lassen. Gell? Und jetzt reißen wir mir seit Jahren diese Schuldenkriterien. Du, die lachen sich schief da. Ist der Eichel hingefahren und hat gesagt, ja, er darf gerne mal über das 3%-Kriterium reden, weil es war so, er darf es dauernd reißen und dann müssen wir so, gang ist nicht weiter, weil er hätte Sonderbelastungen. Dann haben die gesagt, was denn? Ja, ich, hat er gesagt. Und das ist so komisch. Da haben sie eine Kommission gebildet und gesagt, es muss neu interpretiert werden, das 3%-Kriterium. Kommission. Sind alle da gesessen, hat ja jeder einen riesen Dreier vor sich hingelegt. Haben sie den lange angeschaut und haben überlegt, Mensch, was kann das sein? Du? Boah. Dann hat der Österreicher gesagt, 3% sind 3%, hätten sie ihm bald auch nicht gegeben. Gell? Und dann hat einer gesagt, ich glaube, es war ein Grieche. Der hat gesagt, wenn man lang nur hinschaut, ist er Achter. Ein Dreier ist nichts anderes wie eine links geöffnete Acht. Und dann hat er, ich glaube, ein Pole war es, das war ein Mathematiker, die sind mathematisch sehr stark, die Polen, hat er gesagt, wenn man den Achter umlegt, dann ist es das Zeichen für unendlich und dann können wir richtig... Immer frei arbeiten. Ja. Nein, ich finde es unglaublich. Ich muss ja so, wenn ich da so bei der Tagesschau sitze mit meiner Frau, da, neulich sitze ich da, sage ich, der Enderle ist in der Tagesschau. Sagt sie, das ist nicht der Enderle, das ist ja der Eichel. Sag ich, tatsächlich, das ist der Eichel. Nein, weil der Enderle und der Eichel haben eine gewisse Ähnlichkeit, wissen Sie. Ich glaube, dass der Eichel auch ab und zu eine fängt. Vom Gerd, wissen Sie, der Schröder, das ist ein Typ wie ich. Der Schröder sitzt in seinem Kabinett und überlegt, wem könnt ihr eine schmieren? Dann sagt der Hansi, geh mal her, du. Wang, kriegt er eine da. Nein, ich habe manchmal wirklich den Eindruck, ich weiß nicht, was in dem Land los ist. Morgen auf die Nacht ist er vorbei. Gell? Um 6 Uhr beginnt die Zukunft, habe ich gehört.
Oh, um 6 Uhr wird es ja ganz anders. Also, ich weiß nicht, morgen haben wir ja eine Wahl. Ist morgen. Haben Sie schon mit? Ich bin ja schon dermaßen überinformiert. Diese ganzen Duelle und Streitgespräche und Diskussionen und 4 Journalisten fragen 2 Kandidaten, die nichts sagen. Wunderbar. Also, ich fühle mich dermaßen informiert. Ich kann auf der Stelle wählen, auf der Stelle. Ich weiß, was ich morgen mache. Ich gehe morgen in das Wahllokal. Frag, wo ist denn da die CSU-Kabine? Das hat neulich einer wirklich gesagt bei einer Wahl. Wo ist die CSU-Kabine? Nur als Gag. Ja, ganz laut einige. Bei einigen schon noch telefonieren. Ja, was weißt denn du? Ja, ich weiß es auch noch nicht. Du, schau mal jetzt so, dann sehen wir es schon, gell? Was das für Affen sind da, gell? So in der Art. Ein ganz lautes Wahllokal einige. Freie Meinungsäußerung pur sozusagen. Ja, leck mich doch am Arsch, was ist denn da los? So in der Art, verstehen Sie? Und dann einfach einmal zeigen, dass man ein mündiger Bürger ist. Und dann vorher auf die Wiesn gehen, ein Massal dringen, dann geht's leichter. Ich gehe dann ein, nein, jetzt ernsthaft, ich werde einige in die Wahlkabine, ich werde den Zettel auseinanderfalten, werden wir das alles ziemlich lang anschauen, werde einen Stift nehmen und einmal drüber über alle. Ich weiß es wirklich nicht, ich weiß es nicht. Es gibt ja wirklich gute Leute auch, gell? In der Politik sind schon gute Leute, gell? Gute Leute haben wir. Hochqualität, zum Beispiel der Guido. Guidolein. Der. Sechster, kommt es schon zu Jubelausbrüchen. Guidolein. Nein, der hat doch gesagt, weil bei dem Kirchhof, das muss ich noch mal einfügen, da mit dem Kirchhof, das ist ja, also was die Frau Merkel sich dabei gedacht hat, es geht doch nicht, oder? Einfach einen von der Uni holen, so einen Professor, verstehst du? Dass ihr das keiner gesagt hat, so Leute von der Uni, die denken selbstständig. Also, die kannst du in der Politik nicht brauchen. Man hätte den Mann vorher ein bisschen präparieren müssen. Ich hätte gesagt, pass mal auf, wir nehmen die, aber du sagst nur das, was dir die Partei vorher sagt. Ja, sag mal, so geht's doch nicht, Leute. Und der Guido hat da gleich gesagt, in Bezug auf den Kirchhof, es geht in diesem Wahlkampf nicht darum, dass sich kluge Köpfe selbst verwirklichen. Ja, ich muss ein bisschen drüber nachdenken, aber dann erkennt man den Gag. Ne? Um was geht's denn dann? Wenn sich nicht kluge Köpfe selbst verwirklichen, ja, welche Köpfe denn dann? Die Guidos, oder? Die Trottel, gell? Ja? Ja, Himmel, Herrgott, nochmal! Aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mir die Verhältnisse im Lande betrachte, wie der Hund auf der Schönsau. Kennen Sie Schönsau? Schönsau, Kugelbauer, Teres, sagen wir auch dazu. Die Schellensau entspricht im französischen Wort dem Karo Ass. Das Karo Ass kennen Sie. Karo Ass ist ja nichts drauf, da sind ja bloß Karo drauf. Bei uns auf der Schellensau, mit der Schellensau, mit dem Kartenblatt, mit dem altdeutschen Tarockblatt, mit dem wir warten und Schafkopfen, ja, da ist Schellensau ganz wichtig. Weil auf der Sau sitzt der Hund. Sie dürfen jetzt nicht fragen, wie kommt der Hund auf die Sau? Das ist ja so. Die Sau fragt auch nicht, was macht denn der Hund um? Ja. Das ist eine Metapher, verstehen Sie? Jane Sau, die steht in Bayern für Bayern Power pur. Das ist ja dynamische Sau, ja? Die rumpelt dahin, ja? Die ist nicht zum Retten. Und der Hund hat natürlich Angst, dass er Narbe hat. Ja? Das ist ja klar, ne? Der muss sich auf der Sau halten können. Wir haben einen feststehenden Ausdruck in Bayern für einen, der sich auf der Sau halten kann. Da sagen wir, ein Hund ist er schon. Ist schon wieder so viel Unwissenheit im Raum. Ha? Sag mal, jetzt muss ich noch mal eine Geschichte erzählen aus Bayern. Lehnen Sie sich mal zurück. Wir haben in Bayern eine Demokratie, das wissen Sie. Es gibt ernstzunehmende Hinweise. Ja, wir haben in Bayern einen Landtag, sehr schönes Gebäude, müssen Sie sich einmal anschauen. Da sitzen Abgeordnete drin, viele Abgeordnete, bei denen wir uns fragen, was machen die da drin? Wir haben sogar Abgeordnete, die sich fragen, was machen wir da drin?
Wir haben Abgeordnete, die sitzen in der richtigen Partei, weil wir haben in Bayern eine richtige Partei. Der bayerische Wähler hat ein feines Gespür für das Richtige, weil er weiß, was falsch ist. Nur wer weiß, was falsch ist, hat auch eine Ahnung vom Richtigen. Und das Richtige ist natürlich in Bayern die CSU. Deshalb hat die auch immer die Mehrheit. Es wäre auch schlimm, wenn die Falschen die Mehrheit hätten. Deshalb haben die Richtigen die Mehrheit. Sogar eine Zweidrittelmehrheit. Die CSU kann man nur in Bayern wählen. Das ist eine exklusive Bayern-Partei. Deshalb haben wir nach Bayern so einen starken Zuzug, weil viele sagen, oh, einmal im Leben mag ich auch CSU. Es freut mich, dass Sie das auch so sehen. Ja. Dann gibt es natürlich auch Falsche in Bayern. Wir haben zum Beispiel in Bayern auch Sozialdemokraten. Nicht viele. Aber sie haben jetzt gesagt, weniger wollen es nicht mehr werden jetzt. Gell? Sie wollen den Bestand halten. Gell? Also ich hab sogar gehört, sie wollen Reservate einrichten jetzt, dass sie sich in aller Ruhe wieder entwickeln können. Also wir haben Sozialdemokraten, sogenannte Sozien. Gell? Dann haben wir in Bayern auch Grüne, wir haben in Bayern auch FDP. Also im Bereich des Falschen können sie wählen. Aber richtig ist nur die CSU. Nicht da. Jetzt haben wir schon einige Wesensmerkmale der bayerischen Demokratie angeführt. Jetzt konzentrieren wir uns auf die CSU und auf den Landtag. Ja? Also ich erzähle Ihnen jetzt eine Geschichte, die habe ich erfunden, aber sie ist wahr. Wie häufig übrigens das Erfundene in Bayern wahr ist. Also, da sitzt in der Landtagsfraktion ein Abgeordneter, der ist Arzt. Da könnte man auch fragen, warum heilt er nicht? Warum vertritt er das Volk? Nun, der bayerische Wähler wägt immer sehr genau ab und überlegt, wo kann der weniger Schaden anrichten? Und dann musste der in den Landtag rein. Gut, also. Als Arzt kennt er sich natürlich im Gesundheitsbereich gut aus, nicht wahr? Da sitzt er drin und kennt sie aus. Und die Kliniken werden in Bayern zum Teil nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt, vor allem in Privatkliniken. Und da fällt einmal was, das wissen Sie, was fällt in der Klinik? Ein Herzklappen zum Beispiel. Oder ein Blut, hat auch schon gefällt, Bluttransfusionen. Oder was auch gern fällt, ist ein Kernspin. In dem Fall hat ein Grundstück gefällt. Und zwar unter der Klinik. Also, die haben plötzlich gemerkt, wir hängen ja in der Luft. Ja. Da müssen wir umziehen. Die haben also ein Grundstück gebraucht und haben den Abgeordneten um Hilfe gebeten und haben ihn gefragt, ob er ein Grundstück wüsste. Der wusste eins, hat es vermittelt und bekam dafür eine Provision. Er hat es aber nicht gemerkt. Aber der Prüfer am Finanzamt hat es gleich gemerkt. Er hat gesagt, die haben da eine Provision gekriegt. Dann sagt er, okay, das hätte ich doch gemerkt. Und sagt der Prüfer, naja, aber ich hab da eine Quittung, da ist Ihre Unterschrift drauf. Sagt er, tatsächlich, das ist ja meine Unterschrift. Wer hat denn da für mich unterschrieben? Ja, das werden Sie schon selber gewesen sein. Ja, warum weiß ich das nicht? Ja, vielleicht haben Sie Unterzucker gehabt. Ja, das kann sein. Unterzucker, da weiß man ja nichts mehr, gell? Ja, also es kommt also alles raus. Und wenn alles rauskommt, haben wir in Bayern einen sogenannten Skandal. Und dann regt er sich auf, der Wähler in Bayern. Was sagt er dann? Ja, wo sind wir denn? Da nimmt ja jeder nur noch, was er kriegen kann. So, und jetzt naht eine Wahl. Und wir denken, der bayerische Wähler wird jetzt einen Denkzettel verpassen. Aber was sagt er? Ein Hund ist er schon. Warum ist das so? Fragen sich viele. Es ist für viele ein Rätsel. Es ist deshalb so, weil Hund und Sau verhalten sich in Bayern wie Volk und Staat zueinander. Der Staat ist die Sau. Das Volk ist der Hund. Und der Hund muss sich auf der Sau halten können. Ist nur eine Metapher. Ich möchte Sie nicht zu nachdenklich machen. Ich habe aber dazu in der Süddeutschen Zeitung gelesen, nach einem aufgedeckten Skandal, der Skandal wäre wichtig für die Demokratie, wenn er aufgedeckt wird. Und nur dann ist so einer. Der Skandal habe nämlich reinigende Wirkung. Da habe ich mir gedacht, schau her, je mehr rauskommt, desto sauberer ist die Demokratie. Und da in Bayern relativ wenig rauskommt. Bin sauer. Der Hans-Jürgen, die Drecksau hat mir angezeigt. Ich war vorladen zur Staatsanwaltschaft. Ich weiß gar nicht, ob ich da hingehe. Wenn es zur Gerichtsverhandlung kommt, dann hau ich ab.
Dann gehe ich zu meinem Geld. Ich lese jetzt immer Fluchtgeschichten, damit ich mir ein bisschen abfedern kann in der Seele. Wissen Sie, ich habe eine chinesische Fluchtgeschichte gelesen. Da habe ich überlegt, ob ich sie Ihnen auf Chinesisch erzählen soll. Da habe ich gemerkt, ich kann gar nicht Chinesisch. Das ist auch sowas. Man muss was tun, um zu merken, dass man es nicht kann. Schon sind wir wieder in der Politik. Ich erzähle Ihnen mal die Geschichte. Das ist die Geschichte eines alten Malers in China. Und habe ich die Nachspeise jetzt aufgegessen? Ja. Gut, dass ihr es drunter habt. Das ist gut. Und immer, weißt du, mit dem Löffel auf den Teller reinhauen, dann hört man es nämlich da auch. Toi, toi, toi. Gut. Ich traue mir dann gar keinen Gag mehr machen, wissen Sie, weil ich Angst habe, dann haut es dann ist wieder raus. Okay. Nein, ich muss dazu sagen, die Mikrofone, die nehmen Sie auf. Verstehen Sie mir? Wir haben gesagt, es ist ungerecht, dass nur ich aufgenommen werde. Es soll auch das Publikum aufgenommen werden. Ja. Ich kann es Ihnen ja sagen, wir machen heute eine Aufnahme und möglicherweise wird es auf CD gepresst. Und wenn dann da und einer seinen Nachspeis drin hat, ja, dann fragen Sie die, die die CD kaufen, wer ist denn da, wer denn der sich da in Wolf gefällt? So. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Da trauen Sie sich jetzt auch lachen. Ja. Also, ich erzähle Ihnen jetzt mal die Geschichte. Ein alter Maler in China wird ganz alt. Und er malt ein Leben lang ein einziges Bild. Ich finde es gut, dass er kein zweites anfängt. Auf diese Weise kann er sich nicht verzetteln. Eines Tages ist er fertig mit dem Beutel, tritt zurück von der Staffelei in seinem Atelier, schaut sich das Beutel nochmal an und sagt, leck mir mal, jetzt bin ich fertig. Und dann freut er sich, dass er etwas geschafft hat, was er sich vorgenommen hat. Und diese Freude darüber, die würde er gern teilen mit Freunden. Nur wenn man alt ist, da hat man nicht mehr so viel Freund. Er hat noch ein paar, ich kenne Leute, die haben in ganz jungen Jahren schon überhaupt keine Freunde mehr. Zum Beispiel der Enderle, diese Drecksau. Also die Freunde des Malers kommen zu ihm ins Atelier, um sich das Bild anzuschauen und sie sind begeistert, weil es wirklich ein gelungenes Werk ist. Es zeigt eine Landschaft, also ein Landschaftsbild, ein Meisterwerk. Ich sage Ihnen, was drauf ist. Man sieht auf diesem Bild Wiesen, Felder, einen Wald, im Hintergrund eine Anhöhe, auf der Anhöhe steht ein Haus und zu diesem Haus führt ein lieblicher Weg durch die Wiesen und Felder hinauf, direkt zur Haustür. Es herrscht Sommer im Bild, also ein helles Licht, Sonne scheint. Wenn Sie das Bild anschauen, dann entsteht sofort ein angenehmes Gefühl beim Schauen. Sehen Sie es? Ich habe gewusst, Sie haben Fantasie. Also, die Freunde des Malers wollen ihn also loben für dieses gelungene Werk, aber er ist nicht mehr da. Sie schauen sich um im Atelier, fragen sich, wo ist denn der Maler? Dann schaut einer ins Bild rein und dann sehen Sie, wie er auf dem Weg hinaufgeht zu dem Haus. Na, sagen die Menschen, das gibt's ja nicht, jetzt ist er in sein Bild reingegangen. Er ist schon oben an der Haustür, macht die Haustür auf, dreht sich aber nochmal um den Freunden zuzuwinken. Die winken zurück und dann geht er ins Haus rein und macht Haustür zu und dann ist er weg. Das war die Geschichte. Aber irgendwie prickelt es nicht bei einer, gell? Ja, es ist mir genauso gegangen, ich habe die Geschichte gelesen und habe mir gedacht, was möchte er denn? Das ist wieder so eine Geschichte, wo man überlegen muss, was bedeutet das eigentlich? Mensch, kann der nicht sagen, was er will, so geht's doch nicht, oder? Ich habe mir gedacht, das probiere ich aus. Ich habe mir auch ein Bild gemalt, das hat genauso ausgeschaut wie das, was ich beschrieben habe, und bin eine. Und ich hab's gemalt und ich trete zurück von der Staffelei, schaue mir das Bild nochmal an und sage, leck mir mal, jetzt bin ich fertig. Und dann schaue ich nochmal hin, weil ich so ein kritischer Mensch bin und stelle fest, da sind Sachen drauf, für die ich gar nichts kann. Bei mir ist im Hintergrund der Castor-Transport durchgefahren. Der tritt hin, ist auf der Lokomotive gesessen und hat ein bisschen runtergewungen und hat Farmflaschen runtergeschmissen. Ja. Die Grünen waren am Gleis gestanden und haben gesungen, der Kaster kommt, der Kaster kommt. Einer von den Grünen hat ein Transparent hochgehalten, da ist drauf gestanden, wir sind die einzige Friedenspartei, mit der man auch Krieg führen kann. Ein anderer Grüner, was heißt Buh? Ich muss ja eine Fußnote machen zu den Grünen. Ich sehe schon, ich muss eine kleine Anmerkung machen jetzt, nein, weil da herrscht wieder so viel Unwissenheit. Die Grünen sind doch gegen die Aufhebung des Waffenembargos gegen China, weil unser Bundeskanzler, noch amtierter ja, der wollte ja deutsche Waffen nach China liefern, ne, um dort den Frieden in der Region ein bisschen zu stabilisieren. Und da haben die
die Grünen gesagt, nein, das machen wir nicht mit, solange China sich nicht an die Menschenrechte hält. In China sollen ja die Menschenrechte nicht eingehalten werden. Und das habe ich witzig gefunden. Die Grünen sind also bereit, deutsche Waffen nach China zu liefern, unter der Voraussetzung, dass die Chinesen die Menschenrechte achten. Ich finde das saukomisch. Ich meine, vielleicht sagen sie die Grünen, ja, warum soll man nicht auch mehr einen Krieg führen, wo die Menschenrechte eingehalten werden? Verstehen Sie, das ist eine Einstellung, da sagt man, Mensch, du, die kann man wein. Das ist. Vielleicht, dass die in den Vertrag dann reinschreiben, also dass, wenn sie einen Krieg führen, dann müssen sie vorher bei der Claudia Roth anrufen und fragen. Claudia, was meinst du? Können wir mit deutschen Waffen das machen? Wir halten die Menschenrechte ein. Ja, war nur eine kleine Anmerkung dazu. Dann war auch noch ein Grüner da, der hat eine Sprechblase gehabt, das war der Bütichofer. Ich weiß nicht, kennen Sie Bütichofer? Das ist der, der hat immer eine Sprechblase, auch wenn er nichts sagt. Ich habe immer das Gefühl, der hat immer eine Sprechblase da. Und er entleert sie auch. Und zwar ist in der Sprechblase drin gestanden, wir sind eine reife Partei. Und da habe ich überlegen müssen, was meint der eigentlich? Wann ist denn eine Partei reif? Wer braucht denn eigentlich eine reife Partei? Frag ich Sie. Mensch, den Begriff der Reife, den kenne ich nur vom Herbst, wenn die Früchte des Feldes reif sind. Reifes Obst kenne ich. Aber das ist doch ein gefährlicher Zustand. Jeder, der mal ein reifes Obst daheim gehabt hat, der weiß doch, was da los ist. Mensch, so schnell kannst du gar nicht schauen, wie der das Zeug wegfault. Ne? Das kennen sie doch nicht. Meinen die Grünen? Nein. Ich habe mir gedacht, vielleicht meinen sie einen Kass. Käse. Verstehen Sie? Kass. Ja. Weil der Kass, der reift ja jahrelang oft. Immer reifer wird er. Reifer und reifer und reifer. Und dann vergessen sie ihn schon. Dann sagt einer, wir haben doch nur einen Kass. Ja. Dann suchen sie ihn, dann finden sie ihn, dann schauen sie nach und sagen, Mensch, der schaut aber gar nicht mehr gut aus, du. Schau dir das an, der grabet ja schon, kann ich nicht übersetzen. Der grabet ja schon. Der hat ja einen Stich, ich glaube, den müssen wir wegschmeißen. Dann sagt der andere, nein, wenn der Käse so ausschaut, dann ist er Delikatesse. Da fragen wir besser nur einen Gourmet. Da kommt der Gourmet und schaut den Käse an, steht ein Stück Lober, probieren. Jetzt ist er gut. Und ich glaube, in dem Zustand sind die Grünen. Dann haben wir bei mir im Beutel das Raumordnungsverfahren gehabt. Nein, vorher muss ich Ihnen erzählen, wir haben ja auch einen Wald im Bild gehabt. Und das ist der Böhmerwald. Den Böhmerwald, den erkenne ich immer an dem kleinen Atomkraftwerk, das da drin steht. Da gibt es so kleine Atomkraftwerke. Kennen Sie die kleinen, gemütlichen Atomkraftwerke? Mit dem kleinen Kühlturm, wo du sagst, mein Schahi, ein Atomkraftwerk. Mein Lieb, diese Wolke, wie sie aus dem Kühlturm rauskommen, gell? Mitten im Wald und ein sicherer Schwammerl. Tschechische Steinpilze, mein lieber Schwan, das ist eine Delikatesse. Da, wenn Sie Stromausfall daheim haben, dann können Sie den Pilz direkt in die Fassung bringen. Und jetzt zum Raumordnungsverfahren. Bei mir war Raumordnungsverfahren im Bild, weil ich bin so ein Anhänger des Raumordnungsverfahrens, weil ich hab das ganz gerne, wenn die Räume ein bisschen geordnet sind. Wissen Sie, gerade in der Natur, die Natur neigt ja dazu, sehr viel Unordnung anzurichten. Das ist wie die Natur, es ist ja ganz was Wildes. Ich sag's ja, bei mir war der wilde Weg, also dieser liebliche Weg, der sich hinaufgeschlängelt hat zum Haus, der war begradigt worden. Es war eine sechsspurige Autobahn. Mir war das recht, weil ich sage mir, was habe ich von der unberührten Natur, wenn ich nicht hinkomme? Dann bin ich gleich mit dem Auto ins Beutel gefahren. Bin ich auf wie Pfiffer da zu dem Haus, in die Wiesen rein, abgestellt, hab einen Hunger gehabt, geh ins Haus rein, sehr schöne Küche da, Bulltop-Küche, wunderbar. Aber unberührt. Kennen Sie die unberührten Bulltop-Küchen? Das sind die Küchen, wo noch nie einer drin gekocht hat, gell? Aber der Party-Service weiß dann wenigstens, wo er seinen Klump abstellen kann. Also. Und. Und ich hab gleich gefragt, wo ist denn der Chines? Da denk ich mir, blöde Frage, der wird in seinem Beutel sein. Also,
gehe ich in die Speisekammer. Wo, also eine Speisekammer war da total überfüllt. Also was waren da Angebote drin? Also nur Delikatessen. Ich habe gar nicht gewusst, Mensch, wer soll denn das alles essen? Habe ich gedacht. Ich habe mir das so erklärt, vielleicht sind es zwei Feiertage. Dass da jemand gesagt hat, Mensch, da haben wir uns ein bisschen was warm, gell? Wer weiß, ob noch die Feiertage die Geschäfte überhaupt nicht mehr aufmachen. Also. Nun, also ich habe mich verlaufen da drin, ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich hab nicht mehr durchblickt. Auf einmal stehe ich unter lauter, wahrscheinlich bin ich am Weißbierkasten voll Shopping. Und dann stehe ich unter lauter Nudeln, alle von Barilla, so Barilla-Nudeln, so Spaghetti, Spaghettini, Fettellini, Cannelloni, Rigatoni, Ravioli, dann Tagliatelle, Tagliolini, Taglioloni. Mir war das ganz wichtig, dass auch noch Taglioloni da waren. Also neben die Tagliolini, gell? Und dann war natürlich, was war noch da? Crispelli, glaube ich, waren sogar da. Und dann waren auch sehr viele Penne wieder. Penne und Farfalle. Und also, da habe ich schon überlegt, was nehme ich jetzt, gell? Es war gerade Trüffelzeit. Und dann denke ich mir, machen wir gleich einmal Tagliatelle mit Trüffel. Und dann habe ich den Trüffel hochgenommen, weiße Trüffel. Und da habe ich den aufgekriegt. Also, die Tagliatelle haben sie gar nicht mehr gesehen. Naja, und. Und dann waren Weine da, wunderbare Weine aus dem Piemont, Piemonteser Weine, so Barolo war da, dann war der Tignanello da, dann war der Morellino Scansano da, dann war der Brunello war auch da, dann war Sassicaia war da. Und dann denke ich mir, Mensch, was trinke ich denn, was sauf ich denn da jetzt, gell? Und ja, ich trinke einmal eine Flasche Rotwein, muss ich sagen, ne? Als erstes trinke ich da einen Barolo, stimmt gar nicht. Als erstes habe ich einen Sassicaia getrunken, weil ich festgestellt habe, wenn ich erst eine Flasche Barolo trinke, kann ich den Sassicaia gar nicht mehr bestellen. Beim Sassicaia brauchen Sie die volle Sprachkraft. Also, während als zweite Flasche Barolo, das ist kein Problem. Ja? Für mich nicht, da bestelle ich einfach einen Barolo. Aber weh, du trinkst erst einen Barolo und musst dann einen Sassicaia bestellen. Sassicaia, das ist... Bei der dritten Flasche empfehle ich immer einen Tignanello. Den kann man aus der Defensive rausbestellen. Tignanello, da brauchen Sie überhaupt nicht mehr viel Kraft. Da müssen Sie nur noch das Zwerchfell so ein bisschen ankitzeln, so ein bisschen, ja. Kleine Spannung ins Zwerchfell legen und dann sage ich, einen Tignanello. Also, einen Tignanello noch. Tignanello. Und bei der vierten Flasche ist scheißegal. Da. Also, da können Sie dann auch einen Lambrusco draufschütten, ja? Ich bin Weinkenner. Ich habe das gar nicht gewusst. Na, ich habe ja auch erst mein Erweckungserlebnis gehabt. Das kam so. Eines Tages bin ich an einer Flasche vorbeigegangen. Es war ein Sassicaia, ein 90er Sassicaia. Gehe ich an der Flasche vorbei, denke mir, was ist denn da los? Da verlässt der Korken freiwillig die Flasche. Da hat der Wein gemerkt, dass ich in der Nähe bin. Da hat so einen Stopsel schon rausgehabt, gell? Und da habe ich ihn gleich getrunken. Die Gurden, die trinke ich alle aus der Flasche. Bloß nicht vorher ins Glas. Da geht das ganze Aroma raus. Es, gescheiter ist Korken raus und an. Ohne abzusetzen, dann kann sich der Wein im Magen voll entfalten. Ich war neulich auf einer Weinprobe, weil mich rufen sie ja jetzt immer wieder an und sagen, du kennst dich doch aus. Sag ich, Freilich, nicht mehr. Da haben wir eine Weinprobe gehabt, ich erzähle dir schnell. Und zwar waren wir da, glaube ich, zu siebt. Gell. Dann komme ich da hin, waren wir sieben Leute und dann schauen wir, das so ist, was da alles da ist. Denken wir, das packen wir mir nie, du. Da waren ja Flaschen da, da war natürlich Sassicaia und da war Rolo und da war der Morellino und Scansano und da war der Brunello und der Tignanello und da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja Wahnsinn. Und neben mir ist einer gestanden, der hat Schluckbeschwerden gehabt, ja. Also der ist einfach nicht vorwärts gekommen. Ich war schon beim dritten Glas, da hat er immer noch die Nasen drin gehabt. Also, und was der alles gerochen hat, hat er weggesagt, ich hab gesagt, soll mein Doktor hin? Ha? Unglaublich, was der Wein bei dem angerichtet hat. Da. Dann hat er was alles gerochen. Dann hat er gesagt, das sind Himbeeren, Waldbeeren, Erdbeeren. Sag ich, bist du sicher, dass es kein Bulle ist? Auf einmal fängt er an mit leichten Vanilletönen. Das sind ja leichte Vanilletöne. Ja, Schokoladentöne, Kakaotöne, Zimt.
gesagt, jetzt musst du aufpassen, dass es kein Glühwein wird da. Sag ich, du musst saufen, sonst wären wir nicht fertig da. Schau dir das an, was da noch da ist. Ich habe immer, endlich nimm dir einen Schluck und dann ist losgegangen. Am Gaumen rauf, unter die Zunge, eine linke Zahnreihe, rechte Zahnreihe, unter die Brücken durch. Es war. Ich denke, er hat Schluckbeschwerden. Der braucht Hilfe. Ich habe ihm so einen Renner gegeben. Dann schluckt er ab und dann sagt er zu mir, also das Vorspiel am Gaumen. Sag ich nur ein Wort und du fangst an. Das Vorspiel am Gaumen. So viel Zeit kriegt er bei mir gar nicht. Sag ich schon her, weg ist er. Na, unglaublich. Na, also im Geschmacklichen haben wir zugelegt in Deutschland. Da, irgendwie sind ein paar Geschmacksknospen dazugekommen. Du. Nein, ich finde schon. Naja, auf jeden Fall habe ich die 4 Flaschen drungen da. Und dann habe ich mit einem Weißbier abgelöscht. Und damit ich die Geschmacksnerven wieder ausrichten kann. Ja? Sozusagen mit einem Korrekturweizen. Es gibt 2 Schulen. Die einen sagen Korrekturweizen, die anderen sagen lieber ein Reparaturpilz. Aber ich sage, bevor wir uns streiten, trinken wir einen Calvados. Ja? Bringen wir meistens einen Calvados dazu, Reparaturpilz und danach brauche ich meistens nur ein Fernet, oft sogar 2 und dann ist mir schlecht. Da wundert die mich immer wieder, ich sag mir, Mensch, da trinkst du so viele gute Sachen und dann ist das schlecht. Dann musste ich raus, hinterm Garten war ein Haus, das haben sie von vorn gar nicht gesehen, wenn sie aufs Büdel geschaut haben, dass da noch ein Garten kommt. Also das war ein Bild mit Tiefe sozusagen. Ja. Und dann bin ich durch den Garten durch und durch, weiter, immer weiter, und bin in eine ganz andere Welt gekommen, da war ich plötzlich in einer virtuellen Welt. Ich denke, was ist denn das, Mensch? Da bin ich an einem riesigen elektronischen Drumdraht gestanden, war jetzt nah dran, habe ich zurückgehen müssen, gehe ich zurück und dann sehe ich, was das ist, da steht da ein riesen Fax, ein Ganzkörperfax steht da plötzlich. Ja. Denke mir, das ist aber praktisch, da kann ich mich heimfaxen und an Kraxle auf und mich zieht sofort auf Anfang. Da war ich ein Original auf Anfang, das wollte ich eh schon mal immer sein. Und dann habe ich gerade noch mal meine Nummer von daheim vom Fax eintippen können vom Arbeitszimmer und dann zieht es mich schon durch und ich werde durchgescannt, ich löse mich auf in alle Einzelteile. Ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt wie der Hund auf der Sau. Aber dann war ich ganz zuversichtlich. Ich habe mir gedacht, ich setze mich auf der anderen Seite schon wieder zusammen. Ne? Da war ich im Schaum drin, das war so schaumig, denke ich mir, das ist doch der Quantenschaum. Natürlich, der Heisenberg war am Umrühren, dann zieht es mich durchs Wurmloch im Quantenschaum durch und ich komme zwischen 2 Parallelen rein, die sich im Unendlichen schneiden. Dann schaue ich so ins Unendliche raus und denke mir, Mensch, du, ob ich das da warten kann, du. Das ist aber weit draußen. Und ganz hinten grinst einer und ich denke mir, das wird doch nicht der Enderle sein, oder? Nein. Es war aber der Albert, der Einstein. Da war ich in der Raumkrümmung. Da hat der Windpfiffer, mein lieber Schmarrn. Dann zieht es mich über die Zeitspalte drüber. Da rumpelt es ein bisschen, rumpel, rumpel, rumpel. Und ich komme an, nicht bei mir zu Hause im Arbeitszimmer, wo ich angenommen habe, sondern ganz woanders, nämlich im alten Griechenland, in der Akademie des Heros Akademos, beim Plato. Plato werden Sie kennen. Plato, großer bayerischer Philosoph. Und der Plato hält gerade einen Vortrag über den idealen Staat und er sagt, im idealen Staat, da gibt es keine Korruption. Da gibt es nur ehrliche Politiker und es regieren die Weisen. Und da denke ich mir, da bin ich richtig, der redet von Bayern. Und und dann erzählt der Plato noch die Geschichte von Sokrates. Das war auch ein großer bayerischer Philosoph, Sokrates. Der hat immer gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und hat dann angeblich der Plato gefragt, woher weißt denn du das? Und da antwortet der Sokrates, nichts gewiss, weiß man nicht. Also das war der Ursprung der bayerischen Erkenntnistheorie. Und der Sokrates, der war nie daheim übrigens. Ne? Das hat der Plato dann auch noch erzählt. Der war immer in der Fußgängerzone, weil der hat eine Xantippe daheim gehabt. Das muss eine Matz gewesen sein. Du. Nein, immer so eine Knappige. Wann kämpfst du wieder? Vergessen Sie wieder hin, gell? Und da war der Sokrates immer unterwegs. Der war ja ein Straßenphilosoph. Ne? Der war, wie soll ich sagen, der war ein Street-Talker und hat alles in Frage gestellt. Die zwei haben keine gute Beziehung gehabt, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wer da einen Müll abgetragen hat. Aber
Sokrates immer unterwegs, immer mit jungen Leuten geredet, immer alles hinterfragt, wissen Sie, hat auch die Religion in Frage gestellt, dann haben sie ihn angezeigt, wegen Religionsbeschimpfung, und dann setzen die eine Gerichtsverhandlung an, er geht hin, ich war nicht hingegangen, aber er geht hin und wird verurteilt zu einem Long Drink, ja, also merkwürdige Strafe, Schierlingsbecher, hochgiftig, das zeigt, so eine Art Korrekturweizen. Und das trinkt er, und kurz bevor er sie abspotzt, nein, das haben Sie nicht verstanden. Der blöfft. Oh, ein Trachtjanker oder auch. Jetzt sieg ich es erst da. Der ist da in Tarnkleidung da. Der war auf der Wiesn. Aber wir haben ihn durchschaut. Toi, toi, toi. Das ist ja witzig. Also, kurz bevor, da können wir eigentlich nicht stoppen an der Stelle. Verstehen Sie, es ist viel zu wichtig von der Dramaturgie hier. Also, kurz bevor er sich abspotzt, der Sokrates trinkt das Korrekturweizen, also Schierlingsbecher. Und kurz bevor er, dann bringt er noch einen Gag und sagt, Leute, jetzt wird's Zeit für mich zu sterben, für euch zu leben. Wer von uns dem besseren Zustand entgegengeht, bleibt jedem verborgen, außer Gott. Und dann ist der neugierig gestorben. Das soll ihm erst einmal einer nachmachen. Und gerade als der Plato die Geschichte erzählt, wachse ich bei denen aus dem Fax raus, komme an an einer riesen Pfütze, sehe mein Spiegelbild und frage mich, wer schaut denn da so gut aus? Und stell fest, Mensch, ich bin ja ganz blass. Ich war so blass und musste mich trösten. Und ich habe mir gesagt, naja, für eine Kopie geht's. Dann höre ich den Plato zu und ich merke, der spricht Bayerisch. Ich sage, Moment, Plato, kannst du auch Griechisch? Ja, selbstverständlich. Wir waren alle am humanistischen Gymnasium. G9, sagt er. Ja, ich sage sogar G10. Naja. Und dann fragt er mich, wer ich bin. Sag ich, kennst du mich nicht? Ich bin der Jonas. Dann sagt er, ja, selbstverständlich, du bist mit dem Walfisch da. Sag ich, nein. Ich bin mit dem Fax gekommen. Weil der Walfisch immer so unpünktlich gegangen ist. Und dann habe ich das Fax genommen. Sagt der Plato, ja, das ist ja kaputt, wir haben einen Papierstau. Sag ich, das habe ich gemerkt, ich bin gerade noch zwischen zwei Blattl durch. Dann sagt er, naja, Hauptsache, du bist da. Sag ich, das meine ich auch. Es ist wichtig, dass man da ist. Du bist hier in der Akademie, sagt er, du musst einen Vortrag halten. Sag ich, ist doch kein Problem, halt ich einen Vortrag. Über was? Ja, sag ich, über die Herkunft der Bayern. Sagt er, gut, da wissen wir noch gar nichts. Sag ich, schön, da können wir drauf aufbauen. Ja, und dann habe ich angefangen. Die Akademie des Servus Academus, die müssen Sie sich folgendermaßen vorstellen, das hat ungefähr so ausgeschaut wie da. Lauter Philosophen da. Einige, die noch in den Anfängen waren, aber die nur aus dem naiven Unwissen heraus kreativ waren. Ja. Sagen Sie es doch nochmal, damit wir es auf dem Band drauf haben. Was haben Sie gesagt? Was hätten Sie ohne mich gemacht? Zwei Dinge sind dazu zu sagen. Ja. Erstens, ich hätte einen anderen genommen. Zweitens, Ihre Bemerkung zeigt, dass Sie sich überschätzen. Aber verweist eindeutig auf Ihre Herkunft. Trotzdem, toi, toi, toi. Ah, ich freue mich, wenn jemand so interaktiv mitarbeitet. Sehr schön. Zumal er sich ja auch noch also sympathisch gibt mit diesem Trachtenjanker. Auch der gehört ja auch ein gewisser Mut dazu. Wo war ich stehen geblieben? Richtig. Ich habe also meinen Vortrag gehalten über die Herkunft der Bayern. Die Bayern habe ich angefangen. Die Bayern, die waren bereits in der Arche Noah. Um genau zu sein, Noah selbst war ein Niederbayer.
Und die Arche soll ja nach der Sintflut auf dem Berg Ararat gestrandet sein. Und der Berg Ararat, das ist ein Gebirge im Grenzgebiet Armenien-Türkei. Da habe ich mich schon immer gefragt, wie kommen da die Bayern hin? Da stimmt doch was nicht. Habe ich das selber nochmal überprüft. Da stellt sich raus, es war gar nicht der Ararat, auf dem die Arche stand, sondern der Arva. Und wie kam es dazu? Nun, die Geschichtsschreiber saßen damals in den tiefen Tälern und mussten sich über die Gebirgsgipfel hinweg die Informationen zurufen. Und dann hat einer geschrieben, wie heißt denn der Berg, auf dem die Arche war? Und dann hat der andere vom anderen Tal rübergerufen, ja, das ist der Arva. Aber durchs Echo, So kam es zu diesem Missverständnis. Eine andere Theorie besagt, dass die Bayern während der Völkerwanderung aus Böhmen eingewandert werden, heutige Tschechei, dass die Bayern also aus dem Wald kommen taten und auf der anderen Seite gleich wieder in den anderen Wald rein warten. Also von einem Wald auch in den anderen Wald rein. Ja. Und sie müssen aber kurz auf einer Lichtung gewesen sein. In der Furter Senke. Und sie sind über die Furter Senke herabgezogen ins bayerische Voralpenland, um dort zu siedeln. Und man habe sie zunächst die Heruntergekommenen genannt, eben weil sie durch die Furter Senke heruntergekommen waren. Halte ich für fraglich. Ich habe dann selber nochmal Forschungen angestellt, weil insgesamt die Forschungssituation unbefriedigend war. Und habe festgestellt, es gab eine Zeit, da gab es in Bayern überhaupt keine Bayern. Man weiß gar nicht, wo sie waren. Es gab damals in Bayern Römer. Ich spreche also vom römischen Bayern südlich der Donau. Also ohne Franken. Weil die Franken kamen wesentlich später zu Bayern, erst 1806 durch Napoleon, weil der Napoleon gesagt hat, die Franken, die gehen zum. Und und seitdem haben wir sie nämlich. Ne, ich sage immer, man muss wirklich vorsichtig sein, wenn der Franzose was schenkt. Weil man weiß nicht, was man kriegt. Gut, also südlich der Donau waren die Römer, das römische Bayern, also das Kernbayern, Oberbayern, Niederbayern. Und die Römer, das habe ich nochmal überprüft, die haben kein Wort Bayerisch gesprochen. Also es waren fluently Latin speakers, sprachen fließend Latein. Vermutlich haben die das große Latinum gehabt. Also könnte man vorstellen, G9 vielleicht sogar. Und eines Tages bricht das Römische Reich zusammen, das wissen Sie vielleicht. Weil Weltreiche haben das so an sich, dass sie plötzlich aus der Geschichte rausbröckeln und dann merken die Römer in Bayern, Mensch, was ist denn da los? Die ziehen uns gerade unser schönes römisches Weltreich unterm Arsch weg. Ja? Jetzt haben die natürlich Panik geschoben und haben überlegt, was machen wir? Haben einige vorgeschlagen, wir gehen nach Rom, vielleicht ist da noch ein römisches Weltreich. Dann haben andere gesagt, spinnst du jetzt über den Brenner? Kommt überhaupt nicht in Frage. Also, wir bleiben da. Und diese Zurückgebliebenen, waren die ersten Bayern. Die haben dann natürlich aufgehört, Lateinisch zu sprechen, sonst wären sie ja gleich wieder als Römer auffällig geworden. Sie haben angefangen, eine neue Sprache zu entwickeln. Sie mussten sprachlich nochmal ganz von vorne anfangen. Sie haben sich also in die Wälder zurückgezogen, haben vermutlich Arbeitsgruppen gebildet und haben also experimentiert mit den Vokalen, sind an den Bäumen gelehnt und haben gesagt, oh, 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 oh. Andere mit oh. Ja, dann ist einer vorbeigegangen und hat einer gesagt, öha, öha. Also, dann haben sie Tierlaute nachgemacht, ge, 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 ge. Und, was hast du gemacht? So entstand das Bayerische. Das Bayerische war ursprünglich eine Tarnsprache für Römer. Die nicht mehr als Römer erkannt werden wollten. Weltreiche werden häufig mit einer Mauer gesichert. Das römische Weltreich war gesichert mit dem sogenannten Limes. Nun, wir wissen aus der jüngeren Geschichte, was passiert, wenn eine Mauer fällt. Da kommen welche rüber und gefährden die Sozialsysteme. In dem Fall waren das nicht die Ossis, sondern die Kelten. Die Kelten, die waren nördlich der Donau daheim. Und zwar in Manching. Manching war damals ein ganz berühmtes Keltenzentrum. Manching kennen Sie vermutlich nicht mehr. Manching. Ingolstadt bei Manching kennen Sie. Die Kelten, die haben damals den Quattro gebaut. Und zwar, der Ben Hur hat eingefahren. Ja, der war Selbstabholer. Und aber das nur nebenbei. Ja, also die Kelten kamen rüber, die nannte man logischerweise dann die Rübergekommenen. Die haben sich sofort mit den Zurückgebliebenen vermischt. Und wir müssen uns das so vorstellen, eine rübergekommene Keltin hat sich in einen zurückgebliebenen Römer verliebt und dann kam ein rübergekommener Zurückgebliebener raus.
oder ein zurückgebliebener Rübergekommener. Je nachdem. Vermutlich waren dann auch noch Heruntergekommene da, die sich auch drunter gehoben haben, sodass es auch Heruntergekommene, Rübergekommene, Zurückgebliebene gab. Oder Zurückgebliebene, Rübergekommene, Heruntergekommene, oder Rübergekommene, Zurückgebliebene, Heruntergekommene, Rübergekommene, Heruntergekommene, Zurückgebliebene. Also da gab es einige Mischmöglichkeiten dann. Ja. Im Anschluss daran fand die sogenannte Völkerwanderung statt. Stichwort mobile Gesellschaft. Ja. Die Völker sind damals nicht zu Hause geblieben. Der Heimatgedanke war verpönt. Nun, wir müssen uns das so vorstellen, die Völker wachen in der Früh auf und fragen sie, was machen wir heute? Und vermutlich hat dann einer gerufen, Wandertag! Und dann waren sie unterwegs. Erfunden haben die Goten, die Ostgoten, die Westgoten, nicht wahr? Dann die Markomannen waren unterwegs, die Heruler, Narisker, Rugier, Holländer. Die Holländer, die sind ja heute noch unterwegs, ja. Ja. Den Holländern hat man noch nicht gesagt, dass die Völkerwanderung längst beendet ist, aber der Holländer. Der ist so sehr eigensinnig, gell? Hat ein Gespann zu Hause und fährt einfach fort. Ne? Naja, und übrigens auch die Vandalen waren schon unterwegs damals und immer über dieses zentrale Gebiet Bayerns hinweg, weil Bayern lag damals schon immer im Weg. Nicht? Wenn jetzt einer mal selber gewandert ist, dann weiß er aus eigener Erfahrung, irgendwann schmerzt die Sohle. Da hast du Blasen an die Füße und da sagst du, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt lang zu war. Ich möchte jetzt mal ausrasten, man braucht mal einen Rastplatz. Bayern war der ideale Rastplatz, weil wir haben damals in Bayern gerade Zwischeneiszeit gehabt. Es ist wärmer geworden, nicht wahr? Der Gletscher hat gesagt, jetzt wird es aber warm, da ziehen wir uns zurück. Und so entstand dann der Endmoorine, der Ammersee, der Starnberger See, der Chiemsee, der kleine Hesseloer See. Die gesamte oberbayerische Seenplatte. Wir haben ja hier in Schwabing, übrigens, es wird interessant sein für Sie, wir haben hier in Schwabing überall Gletscher gehabt. Nicht? Wir haben vorne den Ockham-Gletscher gehabt, wir haben den Heimhauser-Gletscher gehabt, den Feilitsch-Gletscher haben wir gehabt. War ja alles mit Eis überzogen. Ja, und so entstand an der Endmoräne die oberbayerische Seenplatte. Und jetzt stellen Sie Folgendes vor. Jetzt kommt der müde Wanderer mit der brennenden Sohle und sucht Linderung. Er eilt ans See und versteckt die Haxeine. Bleibt am Ufer sitzen. Sieht das bayerische Voralpenland vor sich. Er sieht die Alpenkette glühen. Vermutlich war Föhn zum Greifen nahe. Ja? Die Berge. Was sagt er da? Meister Shizushi Shu. Da bringt er wie keiner mehr weg. Und diese Fußkranken sind auch noch alle da geblieben. Und haben sich wieder drunter gehoben, sodass es viele, viele Mischmöglichkeiten gab. Nicht wahr? Die Fußkranken waren sehr wichtig für die Bildung des bayerischen Stammes, weil sie nach Bayern die Unbeweglichkeit gebracht haben. Wenn der Bayer sagt, da bringt mich keiner mehr weg, da könnt ihr mich alle am Arsch lecken. Ja. Dann spricht er das Fußkranke aus uns bis zum heutigen Tage. Wir können also festhalten, Bayern ist durch Zuwanderung entstanden. Zuwanderung, ein urbayerisches Prinzip. Ohne Zuwanderung gäbe es den Stamm der Bayern überhaupt nicht. Das ist das Interessante. Der Zugroßte ist der Idealbayer. Weil er alle Voraussetzungen für den Vollbayern bereits mitbringt. Man ist nicht Bayer, man wird Bayer. Es ist immer eine Entwicklung vom Nicht-Bayern hin zum vollbayerischen Edelmenschen. Hilfreich ist natürlich immer, wenn man gleich nach der Ankunft in Bayern in einen Trachtenladen eintritt. Und mit ein bisschen Glück verlassen Sie das Geschäft als Wolpertinger. Und dann steht einer vollbayerischen Existenz nichts mehr im Weg. Im Anschluss an die Völkerwanderung wurde in Bayern der Heimatgedanke kreiert. Da haben wir bis heute das Copyright drauf. Nur wer lang unterwegs war, verliert irgendwann die Lust dazu und möchte heimbleiben. Da mag ich nicht mehr fort. Der Bayer sagt ja heute noch, was sagt er? Blackout jetzt, du. Jetzt weiß ich. Der Bayer mag ja. Müssen wir eine kleine Schnittpause machen, damit wir das rausschneiden können. Da. Wenn Sie vielleicht noch mal an der Stelle ein bisschen lachen, so ein kleines Lachen. Der Bayer sagt ja heute noch: Daheim mag ich nicht, von dort komme ich gerade.
Sehen Sie, der Bayer sagt Heimat, damit meint er daheim, da komme ich zu mir. Wenn ich zu mir komme, dann bin ich daheim. Wenn ich nicht bei mir bin, dann muss ich zu mir kommen. Verstehen Sie, in geistig-seelischer Hinsicht zu sich kommen, bei sich sein, das ist der Kern des Heimatgedankens. Das ist ein philosophisch gefasster Gedanke. Daheim, sagt der Bayer, daheim, da bin ich daheim. Glück gibt's nur daheim. Der Mensch ist nur glücklich daheim. Das weiß natürlich der Bayer. Wenn jetzt einer nach Bayern kommt, der bei uns nicht daheim ist, dann denkt der Bayer, der kann ja hier nicht glücklich sein. Weil der Bayer aber möchte, dass alle Menschen glücklich sind, sagt der Bayer, schade, dass du heimkommst. Das ist der Kernsatz des bayerischen Humanismus. Der als zentraler Satz in das Schengener Abkommen eingeflossen ist und dort sinnstiftend wirkt bis zum heutigen Tage. Die bayerische Gesellschaft ist von Anbeginn eine multikulturelle Gesellschaft. Das Multikulturelle ist etwas Urbayerisches. Deshalb wird doch auch der Gedanke der Toleranz in Bayern auf diese besondere Weise gepflegt. Eben weil sehr viele verschiedene Ethnien hier immer wieder zusammengeschmolzen sind. Erst dadurch kam es ja zur Reinheit des bayerischen Stammes. Toleranz, Sie werden kaum einen anderen Menschen auf der Welt finden, der toleranter ist als ein Bayer, freilich. Wir Bayern, wir sind ja heute noch ein Vielvölkerstaat, nicht? Wir haben ja heute noch Oberfranken, Unterfranken, Mittelfranken. Wir haben in Ascheberg uns Hessisch babbeln, gell? Wir haben im Westen Bayerns Allgäuer Bayern, hängt mir Allgäuer Bayern, hängt mir da. Wir haben schwäbische Bayern, ein Widerspruch an sich. Wir haben Oberbayern, wir haben Niederbayern, die wichtigsten sind. Und wir haben in der Oberpfalz das bayerische Sprachlabor, nicht? Wo die bayerische Sprache immer wieder neu geformt wird, immer wieder kreativ neu entwickelt und weiterentwickelt wird, wo die wichtigsten Debatten angestoßen werden, wo immer wieder die Blumentopffrage gestellt wird. Und auf internationalen linguistischen Kongressen sprechen wir von der sogenannten Flowerpot-Question, die immer wieder nach einer Antwort sucht. Und es gibt bereits eine offene Antwort, the open answer of the Flowerpot-Question. Blumentopffrage lautet, der Oberpfälzer fragt, boom! Wow, da haben wir einen Blumentopf hin. Und es gibt eine vorläufig gültige Antwort. Da. Aber da geht's ja erst los. Da, 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 da. Ich darf es mal übersetzen für Sie, ja? Da verdörrt er dir, da verdörrt er dir auch und da täte er dir auch verdörren, nämlich der Blumentopf. Ja? Das heißt, es scheint eine unendliche Stellreihe. Es scheint also eine unendliche Stellreihe für diesen Blumentopf zu geben und überall, wo er abgestellt wird, da dir, da da. Er verdörrt nicht für sich, er verdörrt immer für einen Menschen. Er braucht also die Nähe des Menschen, um überhaupt verdörren zu können. Es ist ein Dörrtopf. Ein Menschentopf, der eine Beziehung zum Menschen aufbaut, um verdörren zu können. Da da dir, da da. Es ist hier das große Thema der Vergänglichkeit aufgerufen. Ja? Verzweiflung wird hier spürbar, weil überall dotiert. Aber auch Trost klingt an, weil der Oberpfälzer sagt, scheißegal, wo du denn hin tust, dotieren du da weh. Also, aus der Gewissheit um das Ende bezieht der Oberpfälzer Trost. Letztlich kommt es aber auf die inhaltliche Seite dieser phonetischen Kette gar nicht an. Wichtiger ist das emotionale Band, das unter dieser sprachlichen Lautkette schwingt. Es handelt sich letztlich um eine Zärtlichkeit, um eine sprachlich-verbale Zärtlichkeit, um ein Streicheln mit Worten. Man
Man muss es, wie gesagt, nicht verstehen. Es reicht, wenn man es hört. Es ist Musik, es ist der Blues, es groovt doch wie die Sau. Das ist doch... Das ist doch Rhythmus pur, Leute. Hören Sie mal zu. Leute, das ist die Ekstase. Das ist der Mensch außer sich. Dionysischer Taumel, verstehen Sie? Wenn Sie mal außer sich sein wollen, dann fahren Sie in die Oberpfalz. Techno kommt aus der Oberpfalz. Ich hab das denen vorgemacht in der Akademie des Heros Akademos. Die waren alle am Tisch gestanden. Der Plato war voll am Abgerufen. Sag ich, Plato, fang die wieder, ich muss ja heim. Sagt er schon, aber das Fax ist kaputt. Sag ich, das weiß ich schon, der Walfisch kommt auch nicht mehr. Ich brauche ein Vehikel, mit dem ich Raum und Zeit überwinden kann. Sagt er, Raum und Zeit überwinden, das ist doch überhaupt kein Problem. Da gehst du auf den Olymp rauf, da haben wir Götter. Sag ich, Moment mal, habt ihr mehr? Ja, ihr nicht. Sag ich, nein, wir haben nur einen. Ja, und was macht's, wenn's mit dem Ärger habt? Das ist unser Problem. Und sagt er schon her, wir gingen zum Nächsten. Das stimmt schon. Religiös waren die alten Griechen breit aufgestellt. Die haben eine Vielzahl von Göttern gehabt. Also die haben ja den Dionysos gehabt, der Gott der Ekstase. Dann haben sie Apoll gehabt, Aphrodite haben sie gehabt. Hermes, den kennen Sie vielleicht. Hermes? Das war wieder ein Hund, der muss heute noch Backel ausfahren. Und sie haben Zeus gehabt. Zeus, der Oberste, der Meister der Metamorphose. Der konnte jede Gestalt annehmen. Ne? Der Plato hat gesagt, der Zeus, der beherrscht alle Formen und Gestalten. Sag ich, Moment, ist der bei den Stadtwerken? Er kann jede Gestalt annehmen, der könnte mich in jede Gestalt verwandeln, wenn es sein müsste, auch in einen Ziegenbock. Sag ich, das muss nicht sein. Es reicht, wenn er mich heimbeamt. Sagt, das ist überhaupt kein Problem, gehst auf den Olymp. Also ich auf den Olymp. Ich hab gedacht, ich hab mich verlaufen, weil der hat es ausgeschaut wie im Swingerclub.
Ja, lieber die alten Griechen, die haben es krachen lassen. Ich habe gesagt, ich mag nicht stören. Ja. Ist der Zeus da? Und dann kommt seine Frau, die Göttin Hera, zu mir und sagt, er ist nicht da. Sag ich, ja, wo ist er denn? Ja, er ist in Theben bei der Alkmene. Sag ich, Alkmene habe ich auch schon mal gehört. Ist das nicht ein Öko-Entkalker beim Schlecker? Nein, die Alkmene ist die Frau vom König von Theben, Amphitryon. Sag ich mal, und der hat nichts dagegen, wenn der Zeus mit seiner Frau da gespusi hat. Nein, der ist nicht da. Ach, der ist nicht da? Ja, wo ist er denn? Ja, er verteidigt das Königreich irgendwo in einer Schlacht. Und Zeus hat die Gestalt des Amphitryon angenommen, sodass auch Alkmene nicht merkt, wer er ist. Sie denkt, es wäre ihr Mann. Aber sie ist irritiert, weil der Zeus ist so zärtlich. Und das kennt sie von ihrem Alten gar nicht. Und irgendwann ist sie nicht mehr irritiert und sagt sie, man muss nicht mehr, wie es kommt. Das ist die Situation, in der ich nach Theben komme, ans Schloss, um den Zeus um Hilfe zu bitten. Also ich klingel, mach keiner auf. Ich denke mir, die zwei sind am Beiwohnen. Gib's denn eine Zeit? Ich schreie also, Zeus! Da fällt mir ein, auf Zeus wird er nicht reagieren. Er ist als Amphitryon da. Ich schreie also, Amphitryon! Schreit einer hinter mir, ja! Sag ich, du bist der Amphitryon. Ja, wo kommst denn du her? Aus der Schlacht? Und? Gewonnen? Ja, gratuliere. Ich suche einen Zeus. Dann sagt er, der muss auf den Olymp aufgehen. Sag ich, nein, da komme ich gerade her. Die haben mir gesagt, der war bei der Alkmene. Sagt er, das gibt's nicht, das ist seine Frau. Sag ich, auch wieder, hab ich einen Hund reingebracht. In dem Moment geht das Tor des Schlosses auf. Wer kommt raus? Noch ein Amphitryon, der genauso ausschaut wie der. Sag ich, Moment, jetzt geht's aber los. Habt ihr keine Ethikkommission? Klonen ist verboten. Dann fragt mich die Alkmene, wer ich bin. Sag ich, kennst du mich nicht, ich bin der Jonas. Dann sagt er, der ist mit dem Walfisch da. Sag ich, nur ein Wort. Dann sagt er mit dem Fax, aber ich wusste, das ist der Richtige. Es senkt sich eine Wolke herab und ich überwinde Raum und Zeit. Und komm an, bei mir daheim, im Flachbildschirm. Im Arbeitszimmer, das hat mich gleich so herbeizt, gell. Weil es ziemlich eng war. Ne? Und mein Sohn, der Magic Dragon, wenn Sie sich erinnern, sitzt an meinem Computer und klickt mich an. Ich denke mir, was ist denn jetzt los? Da hat mir der Zeus in ein Computerspiel hineinkopiert. Ein Religionsspiel, das heißt Black and White. Und ich war Gott. Ich hab gedacht, sagst du mir nix. Aber ich merke, ich muss tun, was mein Sohn will. Und ich sag, pass mir auf, Bruder, in Religion habe ich es anders gelernt. Da muss der Sohn tun, was der Vater will. Dann sagt er, in dem Spiel ist es umgekehrt. Sag ich, dann spiel ich nicht mit. Da sagt er, keine Chance, er möchte einen neuen Menschen schöpfen. Sag ich, red doch keinen Scheiß da, neuer Mensch schöpfen. Da haben wir doch die Rechte gar nicht mehr. Die haben wir doch längst nach Amerika verkauft. Unser Erbgut, das gehört uns doch gar nicht mehr. Er sagt, was können wir machen? Sag ich, einen Weltuntergang kann ich da anbieten. Da habe ich das Patent. Sagt er, gut, machen wir einen Weltuntergang. Na, und dann habe ich es ringen lassen. Sintflut. Ich habe mir gedacht, das hat sich schon mal bewährt. Ne? Und dann habe ich das Prinzip der Steigerung durchgesetzt und habe gesagt, jetzt setzen wir mal eine Bundestagswahl an. Und in dem Moment schreit die Frau aus der Küche, das Essen ist fertig und der Sauber macht den Computer aus. So habe ich mir das immer vorgestellt, dass kurz vor dem Weltuntergang das Essen fertig ist. Ich habe so einen Hunger gehabt, es hätte Fischstäbchen gegeben, meine Lieblingsspeise. Aber jetzt bin ich da im Computer gestanden, es war stockfinster, ich stehe mitten im Silizium und ich habe schon wieder Angst gehabt, dass es langweilig wird. Wissen Sie, ich habe schon wieder das Grundrauschen des Seins befürchtet. Und da denken wir, Mensch, im Computer sind ja Spiele, da spielst du ein Spiel, dann ist die lange Geile gleich weg. Und es waren wunderbare Spiele drin, es war ein Formel-1-Simulator drin, spiele ich wahnsinnig gern. Formel 1, kennen Sie? Oberschalten. Spiele ich wahnsinnig gern. Manchmal sogar auf der Autobahn. Aber nur auf der linken Spur. Logisch, rechts werden Sie mich nicht treffen auf der Autobahn. Ich bin immer links. Immer links, immer am Vordermann dran, immer Lichthupe. Ich mag das sehen, wenn der Schweißausbrüche hat, wissen Sie? Da bin ich an Mitmenschen interessiert. Und auf der linken Spur, da habe ich wirklich die besten Gedanken. Bei hohen Geschwindigkeiten, da fallen mir Sachen ein. Da denke ich oft, was sind das für Arschlöcher da vorne? Da habe ich neulich Zeit, da waren 6 Arschlöcher vor mir. Da habe ich mich gefragt, wieso bin jetzt ich wieder das 7. Arschloch da? Da war ich ganz nah an der Selbsterkenntnis, verstehen Sie? Und das erste Arschloch ganz vorne hat noch nie einen VW Lupo gesehen. Ne? Wir haben zu 7 einen VW Lupo überholen müssen. Und das erste Arschloch immer auf gleicher Höhe mit dem VW Lupo gefahren. Ne? Der hat immer rübergeschaut und hat gesagt, ist das ein Lupo? He? Ich weiß nicht, ob das ein Lupo ist. Da war eine Stimmung, kann ich sagen, jeder so ein Hals, aber jeder so ein... Wir haben uns nur noch über Zeichensprache unterhalten. Ja? Ich hab angefangen, hab gesagt, gib das einmal nach vorne durch, aber schnell, ja. Habe meinen Stinkefinger gezeigt. Ja, dann den haben schon die Antworten gekommen, gell, und so. Also da war eine Stimmung, eine Harmonie. Und vor mir ist ein Hamburger gefahren. Wir sind am nächsten Parkplatz zu 7 rausgefahren. Der Hamburger springt raus aus dem Auto. Ja, ich sag zu ihm, pass mal auf, ein Backelfotzen ist schnell aufgerissen, gell. Und der Hamburger sagt, ich verstehe sie nicht. Sag ich ganz langsam für die, du Gesächter auf, du Gesächter. Ja.
Ein Backelfurzen ist schnell aufgerissen. Ist das unanständig? Sag ich, nein, das ist ein nonverbales Konfliktlösungsangebot. Im Übrigen ist es so, solange der Bayer spricht, besteht keine Gefahr. Aber wenn ich mal nichts mehr sage, dann musst du weg sein. Dann sind die alle wieder gefahren und haben mich alleine zurückgelassen auf dem Parkplatz, mein Lieber. Ich bleib doch gerne mal alleine zurück auf die Parkplätze, wegen dem Müll. Ich hab doch so eine Müllschwäche. Und da waren wunderbare Müllkörbe. Ich sag's ja, solche schönen Müllkörbe, sowas habe ich bisher nur in der Hamburger Kunsthalle gesehen. Ja, die waren so am Überquellen, das war Quellmüll. Der Müll will uns damit sagen, dass er noch nicht, also er würde gern noch mal zurückkehren. Er kehrt nur dazu, verstehen Sie? Ich habe diese Gebilde angeschaut, ich war ganz begeistert. Diese Vielfalt der Formen und Gestalten. Es war meditativ, wirklich. Und da befällt mich plötzlich eine unstillbare Sehnsucht, auf die andere Seite des Bildes zurückzukehren. Wissen Sie, was ich meine? Ich bin ja mit dem Auto ins Büdel reingefahren und da hat es mir gelangt. Ich habe gedacht, jetzt mag ich nicht mehr. Ich mag heim. Komm zu dir, habe ich gesagt. Aber es ist nichts passiert. Ich habe nochmal gesagt, geh weiter, jetzt komm zu dir. Nichts passiert. Nichts, gar nichts. Bis mir eingefallen ist, geht ja nicht. Ich bin ja bloß die Kopie. Das Original liegt ja am Fax. Habe ich gedacht, wie komme ich denn jetzt da hin? Ich habe dann versucht, mich zu erinnern, wie ich im Original ausschaue. Haben Sie sich das schon mal überlegt? Wie Sie im Original ausschauen? Na, also, ich habe mir dann ein Bild von mir gemacht und bin zu mir hingegangen. War ich mit mir identisch. Da war ich am Fax, vom Fax rein ins Haus, ins Auto und an den Rand des Bildes. Und wissen Sie, wo ich angekommen bin? Da bei Erna. Und Sie waren schon alle da. Und ich war so froh, bei Ihnen angekommen zu sein. Ich habe heute Nachmittag noch im Theater angerufen und habe gefragt, kommen die Leute? Haben die gesagt, ja. Sag ich, gut, dann komme ich auch. Wenn Sie nicht gekommen waren, da war ich auch nicht gekommen, muss ich ganz ehrlich sein. Das war ja blöd gewesen. Ich alleine hier, wer weiß, wo Sie gewesen wären. Wer weiß? Verstehen Sie? Nein. Ich war so glücklich, bei Ihnen angekommen zu sein und wollte diese Freude mit jemandem teilen. Und ich habe vorhin am Wedekindbrunnen habe ich einen Penner gesehen, der hat einen Hut vor sich gehabt. Dem habe ich 2 Euro reingeschmissen. Der hebt den Kopf. Ich denke, das gibt's nicht. War das der Enderle-Anzug? Aber er hat gleich wieder weggeschaut. Er hat sich geschämt. Er hat den Kopf so auf die Brust fallen lassen. Es war ihm peinlich, dass wir uns da getroffen haben. Das habe ich schon verstanden. Da haben wir uns stumm verabredet, uns nicht zu kennen. Das ging von ihm aus. Ich habe das gespürt, wissen Sie, dass ihm das peinlich war. Ich habe dann gedacht, den Gefallen, den kannst du ihm tun. Das ist doch das Mindeste, was man für einen Freund tun kann, dass man sich nicht kennt. Ich bin einfach weggegangen. Psst! Hören Sie das? Das ist das Grundrauschen des Seins. Zuerst habe ich gedacht, es ist die Lüftung. Aber der Qualität der Luft nachzuschließen, kann es die Lüftung nicht sein. Es ist das Grundrauschen des Seins. Ja. Hören Sie es? Verstehen Sie es? Psst, hören Sie es? Hören Sie mal zu. Man denkt, es kommt noch was.